Herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Episode. Von mir gibt es an dieser Stelle wie immer die aktuellsten News aus unserem Shop für euch. Heute wollte ich euch sagen, dass der Zinkstack wieder erhältlich ist. Der war jetzt eine Zeit lang ausverkauft, kann aber unter garnicus-original.de wieder ganz normal bestellt werden. Genauso wie unser Galenicus. Wir können es nicht oft genug betonen, der stärkste Booster in der EU ist zurück und mittlerweile nicht nur im Vorverkauf, sondern auch regulär für euch erhältlich. Alle drei Geschmacksrichtungen sind noch da, aber natürlich gilt auch hier, solange der Vorrat reicht. Das heißt, wenn ihr euch noch eine Dose sichern wollt, dann würde ich euch empfehlen, nicht lange zu zögern. Checkt unseren Shop aus, gönnt euch unsere Subs und unterstützt damit solche Formate wie dieses hier. Ich sag schon mal Danke und wünsche euch viel Spaß bei der neuen Podcast-Folge. Ladies and Gentlemen, it's Showtime! Garnicus Podcast, the number one online magazine for fitness, bodybuilding, podcast, and more. Real talk at its finest and the realest and rawest interviews in the business. Yeah. Garnicus. Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben. Ich begrüße euch zu einer neuen Episode des Garnicus Podcasts. Heute zu Gast ist der gute William Niviara. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Man kann fast richtig. Ja, richtig, ich hatte schon Angst. Ja. Ich hatte echt schon Angst. Ich habe schon alles Mögliche gehört, von Viagra bis Nivea, aber Niagara, aber Niviara ist richtig, das ist korrekt. Nee, Alter, wir machen das hier komplett richtig, dass auch jeder zufrieden ist. Man kann fast sagen, du bist der Shootingstar der deutschen Fitness-YouTube-Szene, weil gerade die Reactions sind in letzter Zeit klicktechnisch ziemlich steil gegangen. Das kann man definitiv sagen. William, erstmal vielen Dank für deine Zeit und herzlich willkommen im Garnicus Podcast. Danke dir für die Einladung und schon mal für das Kompliment, was ich persönlich nicht so sehe, aber ich bekomme das immer wieder zu hören. Ist für mich noch, ich muss noch lernen, damit ein bisschen umzugehen. Ja, ist aber gut. Das, Demut und Tiefstapeln, das kommt immer sympathisch. Wir müssen bei dir auf jeden Fall auch ganz vorne anfangen. Ich habe gesehen, gehört, du hast polnische Wurzeln. Hört man an deinem Namen, William, aber überhaupt nicht. Was war der Gedanke deiner Eltern, dich William zu nennen? Gibt es da eine Story dahinter? Da gibt es tatsächlich eine Geschichte zu, die habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Das ist sogar eine lustige Geschichte. Und zwar, als meine Mutter schwanger war, als sie erfahren haben, dass ein Junge wird, dann saß mein Vater mit seinen Kumpels am Tisch. Und in Polen ist das so, dann säuft man erstmal, wenn man erfährt, was das für ein, ob das ein Mädchen oder ein Junge wird. Und dann haben die tatsächlich Williamsbirne gesoffen. Und dann hat mein Vater auf die Flasche geguckt und gesagt, hey, William, das passt, ist doch geil, kennt niemand, schöner Name, ja, und so ist es dann zu William entstanden. Zweitname noch Maximilian von meinem Urgroßvater, aber den, so nennt mich eigentlich niemand. Meistens Willy oder William. Okay. Und dabei ist es auch geblieben. Bist du selbst in Polen oder schon in Deutschland geboren? Nee, ich bin in Deutschland geboren. Okay. Aber ich spreche fließend, schreibe perfekt, verstehe alles, da ich halt als Kind immer 2-3 Mal im Jahr rübergefahren bin. Ganz Familie kommt von dort, deswegen alles easy. Deine Eltern sind aber noch dort geboren, oder? Oder die auch sind schon beide hier dort geboren, ja. Mhm, nee, okay. Nach dem Mauerfall sind die rüber, so Standard, wie die meisten polnischen ersten Gastarbeiter rübergekommen sind. Ja. Okay, und haben aber immer Wert drauf gelegt, dass du beide Sprachen sprichst, was ja cool ist, oder? Genau, finde ich persönlich auch brutal. Also muss sein, werde ich bei meinen Kindern in Zukunft, falls mal irgendwann soweit ist, genauso machen. Ich finde es halt immer schade, ne, wenn du Großmutter besuchen gehst oder so. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich könnte die Sprache nicht, das wäre schon fatal. Aber zum Glück funktioniert es. Ja, würdest du sagen, du hast von deinen Eltern irgendwas typisch Polnisches mitbekommen, außer vielleicht, dass du die G-Klasse von Kevin Wolter geklaut hast neulich? Mentalität, die bleibt, ne? Mentalität, die Kultur, die man sich so aneignet, Sitten und so weiter, das bleibt, ne? Das kriegt man so quasi schon, vor allem bei den Polen, in die Wiege gelegt. Und das bleibt. Hat jetzt aber auch nichts mit einem Clown oder so zu tun. Das sind ja alles Scherze und Witze, aber wenn du mich kennst, dann weißt du, dass ich auch gerne über mich selbst lache. Ja, man kann das schon sagen. Ich habe das ja auch alles so im Vorgespräch beziehungsweise auch so in den Videos, die ich von dir geguckt habe, gemerkt. Du nimmst dich selber nicht ganz so ernst, wie es manch andere tut. Ich finde, das Leben ist ernst genug. Man sollte viel lachen. Und viel lachen vor allem. Wofür jetzt ernsthaft und traurig oder sauer durch die Gegend laufen. Also ich finde, wenn man selbst über sich lachen kann, ist das schon eine starke Charaktereigenschaft. Kann nicht jeder. Ja. Kann wirklich nicht. Ich schneide manchmal die Videos selbst oder lasse mir die momentan selbst so schneiden, dass ich auch als Trottel dargestellt werde. Und es ist mir egal. Also ich gucke mir das dann an und lache halt selbst. Mir ist das völlig wurscht. Ja, meinst du, man kann es lernen, humorvoll mit der eigenen Person umzugehen? Oder ist das einem auch so in die Wiege gelegt?
Nein, es gibt viele Leute, die können das gar nicht lernen. Auch vor allem in der Szene. Die wollen immer ernst genommen werden. Der ernste, böse Bodybuilder. Ne? Aber ich finde, man muss selbst über sich selbst lachen. Ja, ist, für mich finde ich schon wichtig. Aber ich glaube nicht, dass man es lernen kann. Entweder man ist so oder nicht. Jetzt bist du ja gerade erst so richtig durchgestartet auf YouTube. Kommen wir später auch noch zu. Mich würde erstmal interessieren, was du so machst, wenn du nicht auf YouTube oder im Gym unterwegs bist. Also was hast du gelernt? Und ganz wichtig, macht dir das Spaß? Ich habe, meine Laufbahn war schon lang, wenn ich jetzt von Grund auf gehe. Also erzähl. Meine erste Ausbildung war Fachkraft für Schutz und Sicherheit. Okay. Die habe ich dann im letzten Lehrjahr abgebrochen. Mhm. Das war eine vielversprechende Ausbildung zu Beginn. Also an alle Leute, die zuschauen, vor allem die Jüngeren, macht jede Ausbildung zu Ende. Nehmt euch kein Beispiel an mir. Ja, ich habe die tatsächlich im letzten Lehrjahr abgebrochen. Mir wurde viel versprochen. Im Endeffekt stand ich mit Krawatte und Lackschuhen bei Saturn 2 Jahre an der Tür. Ja, Mann. Und musste 40, 50 Kilometer mit der S-Bahn nach Essen zur Berufsschule fahren. Okay. Es hat mir einfach keinen Spaß gemacht. Dann habe ich es abgebrochen. Dann habe ich 3,5 Jahre bei einem guten Freund Autos verkauft. Hm. Der ist Autohändler. Exportautohändler, da haben wir Fahrzeuge, beschädigte Fahrzeuge ins Ausland verkauft, auch nach Polen und Litauen, also Motorschäden, Unfallschäden, also bewusst, nicht versteckte Schäden, sondern bewusste, kaputte, demolierte Fahrzeuge, die werden dann halt dort fit gemacht. Deshalb habe ich auch dort nochmal mein Polnisch extrem aufgefrischt, weil ich täglich mit der polnischen Sprache zu tun hatte. Und dann habe ich mir gedacht, ey, ist zwar schön und gut, aber du musst, Junge, du musst noch was lernen, du musst noch was machen. Und dann habe ich Chemikant gelernt. Ziemlich spät, war auch 6 Jahre beschäftigt als Chemikant, ganz normal im Dreischichtsystem, habe auch meine Vorbereitung gemacht mit Schichtsystem, was mega krass war, ja, und jetzt Fulltime-Influencer, würde ich sagen, YouTube-Influencer, also ich habe es mir wirklich, das ist auch jetzt, dass ich das zum ersten Mal announce hier bei dir im Podcast, ich kann jetzt endlich davon leben, so, also ich habe mir quasi, verdiene ich mit meinem Hobby Geld und kann alles finanzieren. Finde ich persönlich mega krass. Das war mein Ziel, worauf ich hinaufgestrebt habe. Aber es war für mich so ungreifbar. So, aber wenn man am Ball bleibt, ist zwar immer dieser 0815-Spruch, glaub an dich selbst, bleib am Ball. Aber es ist so, ja. Es ist wirklich so. Wenn man sich ins Zeug legt und Gas gibt und vor allem, selbst wenn da jetzt, sagen wir jetzt vom YouTube, die Klicks nicht gut sind, man darf sich nicht da unterkriegen lassen, einfach weitermachen. Irgendwann gelingt es. Ne? Wenn du siehst, es kommt gut an, warum nicht? Und ich bin sehr zufrieden. Egal, ob das jetzt auf lange Sicht was wird oder ob das jetzt in 4, 5 Jahren vorbei ist. Ich habe die Lehre, ich kann immer wieder in den Job einsteigen. Wir sind hier in NRW, hier hast du so viele Betriebe. Mhm. Also ich komme aus Wuppertal. Einen Job finde ich immer. So, ich versuche jetzt erstmal damit mein Leben zu finanzieren. Es läuft auch gut, es macht mir Spaß. Und ich finde, wenn du morgens früh aufstehst und deinen Tag so gestaltest, dass es dir Spaß macht und dann das fruchtet noch und bringt dir Geld, ich glaube, es gibt nichts Geileres. Ja. Ist tatsächlich auch eine Zuschauerfrage gewesen. Also hat jemand gefragt, ob du mittlerweile deinen Lebensunterhalt damit bestreiten kannst. Können wir vorwegnehmen, ja. Geht. Ja. Also Paul Unterleitner, hast du gesagt, zahlt deinen Urlaub mittlerweile. Ja, der hat tatsächlich meinen letzten Urlaub bezahlt, Alter. Die Reactions auf Paul letztes Jahr waren sehr, sehr gut. Ja, kannst du da mal raushauen, was bringt so eine Reaction an Kohle am Ende? Das ist unterschiedlich. Du weißt ja selbst, du hast immer CPM und RPM bei YouTube. Mhm. Der ist ja immer pro Content, pro Video anders gestaltet. Aber wenn ich jetzt offen und ehrlich auspacke, mit Steuerabzug bist du bei 100.000, 400, 500 Euro, 100.000 Klicks. Aber das ist unterschiedlich. Kann auch 600, 700 sein. Das ist unterschiedlich. Ne? Mhm. Und der Paul hat letztes Jahr so 500.000 Klicks gebracht auf die 3 Reaktionen oder mehr. Ich weiß es gar nicht mehr. Also, kann man sich ausrechnen. Lief gut. Auf jeden Fall in Ordnung. Ja. Ich finde auch, was ich traurig finde, in Deutschland, da redet ja so gut, das ist in Deutschland irgendwie ein verschwiegenes Thema. Ne? So Geld immer. Geld ist immer, man soll ja nicht über Geld reden, aber mein Gott, irgendwo, wenn du es googelst, wirst du es eh erfahren, was man mit YouTube macht. Ja. Ne? Das ist klar. Lass uns mal nochmal. Da war es noch. Ja, rede aus. Wir sind ein bisschen verzögert, aber passt. So, da war es noch so, dass ich auch wirklich alles komplett selbst gemacht habe. Jedes Video selbst gedreht, selbst geschnitten. Boah. Und mittlerweile ist es schon so, dass ich von meinem Sponsor MP einen Cutter bekommen habe und da wirklich, die greifen mir unter die Arme, was YouTube-Produktion angeht. Und das ist wirklich eine Last, die mir von den Schultern fällt, weil das war schon sehr, sehr viel Arbeit. Zusammen mit der Schichtarbeit noch, Bodybuilding, Fulltime, da habe ich ja auch wirklich Gas gegeben. Gebe ich ja immer noch.
trotz der Verletzung jetzt, aber dann noch Videos schneiden, weil manchmal hängst du an der Reaction 8 Stunden und hast am Ende 20 Minuten Bildmaterial. Ne? Das ist schon krass gewesen, ja. Ja, wie ist es bei dir? Jetzt hat man ganz oft mitbekommen in der jüngeren Vergangenheit auch, dass Athleten ihren YouTube-Account, ihr Profil quasi bezahlt bekommen. Die werden aufgebaut von der Marke. Du hast aber ohne Marke angefangen. Das heißt, wenn jetzt jemals wieder Schluss ist, ist deiner. Es ist meiner und es bleibt doch meiner. Weil der hat ja schon, ich habe erst seit einem guten Monat Unterstützung. Okay. Und da war der schon bei knapp 20.000 Abonnenten. Also, ich wollte das auch vorher so haben, dass es meins bleibt. Mhm. Ja, ich will da nicht, dass mir irgendwas weggenommen wird, weil ich selber 2 Jahre lang aufgebaut habe, ne, wo die ersten 1,5 Jahre waren Minusgeschäft, sage ich dir ganz ehrlich. Ja, klar. Die ganzen Fahrten für irgendwelche Videodrehs und dann habe ich manchmal, damit ich bessere Qualität habe, Kameramann bezahlt und so weiter. Ab und dann habe ich mir Hilfe genommen von dem Cutter. Es war ein reines Minusgeschäft. Das war ja gar nicht fruchtbar, ne, am Anfang, die ersten Jahre. Mhm. Du hast gesagt, du schneidest selber, du bist dann aber IT-technisch. Ich habe es auch schon jetzt hier im Vorfeld gemerkt, du bist kein Blinder. Ein Blinder nicht. Ich habe mir alles selbst beigebracht. Ja. Ich habe mir ein bisschen was gezeigt. Hier mit Adobe Premiere Pro schneiden wir alle. Und ich war schon immer fit, was das angeht. Früher immer viel gezockt am PC. So. Mhm. Ich bin jetzt nicht der größte Freak. Also ich bin um Gottes Willen kein Programmierer. Aber das habe ich mir dann YouTube-Tutorials angeguckt. Also immer, weil ich mag das nicht abhängig sein von anderen. Mhm. Weißt du? Ich mag das, wenn ich was will, will ich es schnell haben, will ich es direkt haben und ich will es so haben, wie ich es mir vorstelle. Und dann habe ich gedacht, komm, du musst dir das irgendwie selbst beibringen. Es muss ja möglich sein. Ja, und dann kam die erste Reaction mit, was war das, auf Kevin Wolter, glaube ich. Die habe ich selbst geschnitten. Nee, auf Johnny Münster. Die hat auch direkt 100.000 gebracht und die habe ich selber geschnitten. Komm. Mhm. Da dachte ich mir, okay, du weißt, wie es geht und jetzt legst du richtig los. Ja, Mann. Sag mal, warum wird man Chemikant? Da müssen wir nochmal zurück. Was kann man damit machen? Ich denke jetzt direkt an Drogen- und Untergrundlabor, aber das wird es wahrscheinlich nicht sein. Walter White-Style. Ja. Nein, ganz und gar nicht. Also musst dir vorstellen, du hast Unterschiede zwischen Chemikant, das ist meistens ein normaler Produktionsmitarbeiter. Okay. Und die zweite, Chemiker, genau. Mhm. Chemiker ist was ganz anderes. Da musst du auch studiert haben. Chemikant ist ganz normal. Fabrik, Produktion, Blaumann, Helm, Schutzbrille. Okay. Stellst du irgendwas her, entweder in der Pharmaindustrie. Bei mir war es die Automobilindustrie. Mhm. Wir haben Lacke für Fahrzeuge hergestellt. Also okay. Nichts Böses. Klar, arbeitest du auch mit gefährlichen Stoffen. Da kann auch mal was schief gehen, wenn du nicht aufpasst. Mhm. Aber im Grunde genommen war es nichts Wildes. Ja, war schon ziemlich öde. Okay, du kannst also nicht dein Testo selber herstellen, weil du irgendwie mal aufgeschnappt hast, wie das einige leider, ist. Das kann ich leider nicht. Das machen die Onkels in Polen in der Badewanne. Gehe ich mal stark voll aus. Ja. Ich mache das nicht. Kannst du dich noch erinnern, mit welcher Motivation du damals dich im Fitnessstudio angemeldet hast und wann es genau war? Da war ich in der... Wie alt bist du jetzt? Klasse. Ich bin letztes Jahr 30 geworden. Okay, sind wir ähnlich, ja. Wie alt bist du? 32. Aber es ist ähnliche Generation dann, ne? Ja, wir haben alles, denke ich mal, gleich mitgemacht. Damals noch Flex, Muscle and Fitness, voll. Team Andro. Ja. Mit 16 im McFit angemeldet. Da hat mich ein Kollege, Jakob hieß der, guter Freund, Klassenkamerad, der hat schon ein Jahr trainiert und sah muskulös aus. Und da wollte man natürlich auch die dicken Arme haben, ne? Also, wie eigentlich jeder Zweite, ne? So, ich habe auch niemals an Wettkämpfe gedacht oder irgendwas. Es kam auch sehr, sehr spät bei mir. Ich habe auch die ersten 5 Jahre keine Beine trainiert, also wirklich viele, viele Fehler gemacht. So ein 0815 Training, jeden Tag Brust, Bizeps, so dieser Style, kennst du? Ja. Dann hat man sich irgendwann langsam eingelesen, sich mit der Thematik befasst. Dann wurde das immer und immer extremer. Ja, und dann 2012 habe ich meine erste Vorbereitung gemacht als Junior bei der GmbF damals tatsächlich. Mhm. Den zählst du nicht, hast du gesagt, den Wettkampf? Den zähle ich nicht mit, weil da wurde so viel falsch gemacht. Und ich weiß nicht. Es war auch eine Vorbereitung, die mir auch gar keinen Spaß gemacht hat. Mhm, verstehe ich. Die Platzierung, da war ich kam zwar ins Finale, aber das war halt so krass, dass ich danach erst den nächsten Wettkampf tatsächlich 5 Jahre oder 6 Jahre später gemacht habe, weil ich so abgeturnt war vom Wettkampf-Bodybuilding, weil ich mir dachte, ey, das macht gar keinen Bock, ja, und dann irgendwann kamen die ersten Berührungen mit Joghurt, ne, ins Spiel, ein bisschen Gummibärchen
Und dann hat man auch gesehen, okay, so eine Wettkampfdiät kann auch ganz anders ablaufen, ein bisschen leichter, ein bisschen angenehmer. Mhm. Vor allem, wenn man dann auch die richtigen Leute an der Seite hat, die man einem nicht so Schwachsinn erzählt, die dich besser vorbereiten, dann fiel schon die Sommerdiät, fiel schon viel leichter und ich sah viel besser aus. Ja? Und dann dachte man sich, okay, komm, mich ein Kumpel Oos, sehr guter Freund von mir, hat mich angesprochen, mach doch mal einen Wettkampf mit dir. Und dann 2017 aus einer Sommerdiät wurde eine Wettkampfdiät. Okay. Ja, dann war es der DBV, NRW, die habe ich gewonnen bis 90 Kilo. Dann NRC in Belgien, da wurde ich Dritter. Dann noch so ein kleiner Verband in Wuppertal selbst, WBBF, wurde ich Erster bis 90 Kilo. Also 90 Kilo war meine Klasse. Und dann auf der Deutschen in Bochum, da kam ich nicht mal ins Finale. Da hat mir halt auf jeden Fall noch was an Qualität gefehlt. Ja, dann gab es ein Jahr Wettkampfpause. Und 2019 habe ich erneut angegriffen. Wirklich ein komplett anderes Paket, waren zwar nur 2-3 Kilo mehr, aber ich sah komplett anders aus. Da habe ich in Frankfurt die Dennis James gewonnen, in Classic Physik, halt Klassensieg und im Gesamtsieg an einem Punkt an der Pro-Card vorbeigeschliffen. Da hat Chris Taylor die Pro-Card geholt. Mhm. Also das war die beste Saison, die ich jemals hatte. Ja. Auch Dennis Wolf Classic, Sieg und Gesamtsieg und das war einfach brutal. Also hätte ich mir im Leben nicht erhofft im Vorfeld. Also das war für mich völlig unrealistisch, was da gerade passiert ist. So. Mhm. Weil ich habe einfach just for fun mitgemacht. Da war ich auch noch gar nicht Social Media aktiv, überhaupt null. Ja, und nach dem Wettkampf kamen so die ersten Sponsoren auf mich. Und dann habe ich auch angefangen so, da sagte Oos, mein Kollege, sagte, ey, fang mal an in die Kamera zu labern. Du bist lustig, du bist sympathisch. Und ich sage, nee, Alter, niemals werde ich in irgendeine Kamera reden. Meinte, doch, mach mal eine Fragerunde bei Instagram oder irgendwas. Ja, und dann führt eins zum anderen. Dann sagt er, mach mal einen YouTube-Kanal. Ich so, nein, Mann, auf gar keinen Fall. Ich mache mich doch nicht zum Affen. So, war mir völlig unangenehm. Ja, und dann machst du eine Story, dann löschst du die 7-mal, weil du nicht ja, hast. Heute noch. Dann machst du es nochmal und dann ist dir dann mittlerweile machst du eine Story, du versprichst dich und lädst die extra hoch. Ja, das ist so lustig. Das ist einfach, also das kommt eins zum anderen. Dann haben wir angefangen mit dem ersten YouTube-Video, was so nach einer Woche 5.000, 6.000 Aufrufe hatte. War für mich damals mit meiner nicht vorhandenen Reichweite, war das dennoch krass. Da habe ich einfach so ein Cheat-Day abgefilmt. Mhm. Da das aber von einem guten Freund produziert worden ist, hat das schon eine geile Quali und das war cool anzuschauen. Mhm. Und dann habe ich mit YouTube ganz langsam begonnen. Manchmal habe ich 3 Monate gar kein Video hochgeladen, dann mal 2 in der Woche. So völlig. Also ich habe das einfach aus Spaß gemacht. Ja. Ich habe da nichts Ernstes bei gesehen. Ja. Kannst du dich damals noch dran erinnern, wie lange es gedauert hat, bis du von diesem, ich nenne es mal, gescheiterten Wettkampf bei der GNBF angefangen hast, wirklich auf die dunkle Seite der Macht überzutreten? War das relativ zügig? Ja, das war eineinhalb Jahre. Aber also es geht noch. Ich dachte, jetzt hättest du also direkt raus dort und dann pam. Nein. Ich hatte immer extrem Respekt davor. So, ich war auch derjenige, der damals noch bei Facebook im Status drin hatte, naturalbodybuilding.de und so, wirklich so, ja. Naturalbodybuilder. Aber so, als es noch gestimmt hat. Ja, Micha Jan jetzt war mein Vorbild, was heißt Vorbild, den habe ich verfolgt, so die ganzen naturalpolnischen Bodybuilder und so, ich fand ich krass. Ist ja auch immer noch cool so, ne, aber dann habe ich mir gedacht, ey, als der, ich glaube, der hieß Leon Schmal damals, der wurde dann positiv getestet, dann dachte ich mir, ey, das kann doch nicht wahr sein, du wurdest beschissen, Junge. Du standst da auf der Bühne gegen Stoffer und du warst wirklich, ich war so natural, Alter, ich hatte sogar Angst, einen Booster zu nehmen. Ja, wirklich, ich hatte extrem Schiss, was ja auch gut ist, ich war jung, ich bin auch froh jetzt, wenn ich zurückblicke, dass ich so lange natural gewesen bin. Ja. Hm. Das ist für mich ein Pluspunkt, sage ich mal, weil viele fangen viel zu früh an und ich denke mal, wenn du dein Potenzial erstmal ausschöpfst, schon gut, ich denke mal, da wäre auf jeden Fall noch mehr drin gewesen, aber ich denke mal, je länger du natural bist, umso mehr Erfolge hast du dann, wenn du anfängst zu ballern. Ne? Hm. Bereust du manchmal nicht einen anderen Sport gemacht zu haben? Jetzt mal so rein auf Kosten, Entbehrungen, Risiken bezogen. Ja. Bodybuilding war ja bei dir auch so ein Ding, was dich vor finanzielle Probleme gestellt hat irgendwann. Safe, auf jeden Fall. Also wenn ich jetzt zurückblicke, okay, mittlerweile, da ich davon leben kann, in dem Aspekt nein. Mhm. Weil von einem anderen Sport zu leben, da musst du wirklich gesegnet sein. Und Bodybuilding kann man sich schnell so, ich meine, klar, man braucht eine gewisse Genetik, aber wenn du ein schlaues Köpfchen bist, kann man das mit dank Social Media heute schon recht zügig erreichen.
Aber wenn ich einen Sohn habe, ich schicke den auf jeden Fall zur Kampfsportschule, Alter, und nicht ins Fitnessstudio. Ja. Also doch schon, aber ich sage, Junge, mach kein Bodybuilding. Geh mal Kickbox, MMA, irgendwie sowas, aber oder Fußball spielen. Habe ich auch gemacht damals, aber nie richtig so ambitioniert wie Bodybuilding. Ne? Ja, das ist das. Aber wenn ich jetzt komplett zurückblicke, nein, ich bereue es nicht. Ist jetzt, wie es ist. Ich bin zufrieden. Also was heißt zufrieden? Man ist immer unzufrieden. Kennst du ja wahrscheinlich selber. Klar. Man ist nie am Ziel angelangt, aber im Großen und Ganzen ist schon cool. Ist schon geiler Sport, auch wenn der viel Geld und Zeit in Anspruch nimmt. Dann kannst du mal ein paar Zahlen raushauen. Was gibt man so als aufstrebender Athlet aus für Coaching, Essen, Super Subs und so weiter? Ich weiß ja, Road to Glory sollte damals eigentlich umsonst sein, aber so ein normaler Coach, der nimmt auch Geld. Ja, boah, jetzt mal grob hochrechnen. Du hast ja damals in deiner Ausbildung, was hast du gesagt, 500, 600 Euro verdient? Und ja, das hat nicht hingehauen. Ja. Das hat nicht hingehauen, ja. Ist schon eine Summe, ne? Je nachdem, wie man es macht, auf welche Sachen man greift, zu welchen Sachen man greift. Du musst dir vorstellen, damals haben wir alle zusammengeschmissen, alle Jungs, und haben bei MyProtein bestellt mit 50% Rabatt. Ja, das waren die Zeiten so. Da haben wir alle wirklich Geld zusammengeschmissen, damit wir sogar den Versand sparen, Alter. Weil du hast ab einer gewissen Summe entfallen diese 6 Euro Versand oder so. Das waren die Zeiten, ja. Und klar gibt es immer noch so Leute, die da sparen müssen, weil die es einfach anders nicht hinkriegen. Dann trinken die lieber Eiweiß von irgendeiner Billo-Marke, sage ich jetzt mal, als wenn die gar keins trinken, ne? Oder Kreatin oder andere Subs. Aber im Großen und Ganzen kann man schon, wird fast vierstellig sein. Wenn du in der Prep bist, ist es fast vierstellig. Egal, ob du Amateur oder Profi bist. Wobei viele denken so, wenn du Profi bist, ändert sich sehr, sehr viel, vor allem am Stack und alles. Und ich kann dir eins sagen, viele Profis nehmen weniger als die Amateure. Ja, nur das glaubt keiner. Viele denken, mehr ist gleich besser und mehr ist gleich mehr, aber das stimmt nicht, Alter. Das ist ein Irrglaube. Wie war das mit Unterstützung? Wie war das mit Unterstützung? Deine Eltern beispielsweise? Wie fanden die das mit dem Bodybuilding? Das war so ein schleichender Prozess, ne? Wussten, der Junge geht zum Sport, der Junge macht Fitness, aber dass ich das so richtig ernst mache, haben die erst gecheckt, so mit den Wettkämpfen 2019, mit Dennis James und Dennis Wolf, Classic, die waren auch vor Ort am Start, also bei der Dennis Wolf auf jeden Fall, haben halt gesehen, Gesamtsieg und so weiter, dass da schon Potenzial drin ist. Und vorher war das nur so ein, okay, das ist ein Hobby-Ding, der geht da ein bisschen pumpen, ne? Aber Unterstützung finanziell habe ich nie bekommen, eher im Gegenteil. So, ich habe geguckt, dass ich mittlerweile auch meinen Eltern ein bisschen meiner Mutter unter die Arme greife. Aber so seit meinem 15. Lebensjahr, damals habe ich Flyer verteilt für 5 Euro die Stunde. So, also ich habe schon immer irgendwas gemacht. Es war nie so, dass ich nichts gemacht habe und irgendwie angewiesen war auf meine Eltern oder irgendwie da Geld hinten reingeschoben bekommen habe. Das war nie der Fall, nie. Ja, die waren aber auch nicht uncool damit jetzt, dass du Bodybuilding gemacht hast. Am Anfang, früher war es ja so, da hast du eine Dose Kreatin gekauft, haben die Eltern gleich gesagt, boah, nimm das bloß nicht, da passiert dies und das. Nein, eigentlich nicht. Eigentlich nicht, ne. Wenn du jetzt so überlegst, war eigentlich alles easy. Mit dem Wissen, was du heute hast, klar, hast jetzt auch mal das ein oder andere Substanzchen genascht, sage ich mal, aber wenn du überlegst, du weißt ja heute auch mehr, als du damals in deiner GmbF-Zeit wusstest. Ist es was du bereust, dass du damals nicht einfach netti geblieben bist und da alles rausgeholt hast und dann auch so auf diesem Weg bleiben? Also ich für mich persönlich, ich finde nein, ich bereue das auch nicht, aber es gibt ja so Leute, die sagen, boah, hätte ich gewusst, dass man so viel natural erreichen kann und dann dieser Schritt mit den Risiken. Was sagst du dazu? Eigentlich nicht, da ich auch, ob es jetzt die Leute mir glauben oder nicht, ich bin immer wirklich Minimalsdosierung gefahren. Ich habe da wirklich nie extrem auf die Kacke gehauen, auch dass ich da irgendwie gesundheitliche Probleme hatte oder sowas. Ich mache auch regelmäßig Blutbilder und gucke, dass wirklich alles passt, alles im Norm ist. Ich habe immer mit einem Coach gearbeitet, auch nicht mit irgendeinem Coach, der dich dazu ballert bis oben hin. Also ich habe das wirklich schon mit Bedacht gemacht, weil ich immer noch bis heute Respekt vor der Sache habe. Ja? Und mir schreiben wöchentlich Leute, Alter, wenn die, hey, hier ist mein Stack, kannst du mal drüber schauen? Junge, da denke ich mir, Alter, du siehst aus wie mein linker Fuß und du ballerst das Fünffache von mir. Ist leider so, wirklich. Also, ja, ist brutal. Das ist heutzutage wirklich schlimm. Ich weiß nicht, woher die sich das Wissen aneignen, solche Dosierungen zu fahren, aber das ist wieder dieses Denken, mehr ist gleich mehr, so. Und das ist ja nicht der Fall. Erstmal müssen andere Faktoren stimmen. Wenn die nicht stimmen, wenn Schlaf, Essen, Subs, Training nicht passt,
dann, wenn du dich dazu ballerst, du kannst das nicht kompensieren, ist meine Meinung. Hm. Geht nicht. Auf gar keinen Fall. Deswegen, also ich bereue es nicht, weil ich mache es immer noch mit Köpfchen, mit Verstand. Und ja, ist okay, so wie es ist. Ja, was sagst du so zur Entwicklung, dass gerade in Bezug auf die Supersubs alles immer transparenter und tabuloser wird? Denkst du, das ist so ein, ja, so ein Ansatzpunkt, warum gerade viele Leute auf Instagram dir so privat schreiben, guck mal, mein Stack, der sieht so und so aus? Ich finde, es ist, viele sagen nein, da du dann quasi direkte Anleitung hast, öffentlich. Ich finde aber, allein schon an meiner Erfahrung, die ich gesammelt habe in Social Media jetzt in den letzten ein, zwei Jahren, finde ich es schon sehr, sehr gut, weil du glaubst gar nicht, wie viele Leute dank mir ihren Stack geändert haben oder gar nicht dazu gegriffen haben, weil ich denen gesagt habe, Junge, du bist 16, 17 Jahre alt, lass es sein, trainier noch ein bisschen, mach das bloß nicht so. Ja, und dann kommt irgendwann eine Nachricht, 3 Monate später, ey, danke, Mann, dank dir habe ich wieder volle Erektion oder dank dir läuft es besser hier und da. Und ich finde es schon okay und schon gut, dass es jetzt so ist, wie es ist. Hm. Ja, früher musste man, Alter, wo hat man sich denn sein Wissen angeeignet? Irgendeinem Team Andro Forum, wo irgendein Typ was schreibt, wo du nicht mal weißt, wer das ist? Oder du hast dir das schwarze Buch besorgt, wo auch viel unnützes Zeug drin stand? Ja, deshalb, also ich finde, es ist schon geil, wenn du Leuten, vor allem in Fragerunden oder irgendwas, eine direkte Frage stellen kannst, wo du weißt, ey, er hat selbst getestet, er hat selbst angewendet und er ist auch nicht auf den Kopf gefallen und weiß, was er da von sich gibt. Hm. Ja. Ich finde es auf jeden Fall gut. Team Andro war ja damals noch so, da hast du gelesen, 250 Milligramm Testo, da stirbst du. Also es gab nur das, es gab nur das oder Leute, die so komplett übertrieben haben, wo du halt echt nicht wusstest, wer es ist. Unter 1 Gramm funktioniert es nicht, ja, gab es auch Leute. Ja, entweder das eine oder das andere, aber es gibt immer nur schwarz und weiß. Die Leute sagen ja auch heute, drüber reden ist scheiße, die anderen sagen, ja, ist super geil. Ich glaube, es gibt diese Schwarz-Weiß-Antwort nicht. Du musst halt mit Verstand machen. Auf jeden Fall. Ja, das ist mit allem so. Egal, was du konsumierst. Mhm. Ja, ob du dir jetzt 1 Joint am Tag brauchst, da passiert nichts. Brauchst du jeden Tag 20 Joints, natürlich passiert da was. Du wirst jetzt nicht sterben, aber Joint ist noch niemand nicht. Aber du weißt, was ich meine. Klar. Ja, das ist mit allem so. Ja, du wirkst so allgemein, mit allem, was du machst, wirkst du immer super abgeklärt, zufrieden. Gibt es irgendwelche Dinge, wo du sagst, damit hadere ich in meinem Leben? Ja, jetzt hast du gerade erst mega Erfolg bekommen mit deinem YouTube-Kanal, gibt es nichts zu hadern, aber fällt dir irgendwas anderes ein? Wo du unzufrieden bist? So. Ja, du wirkst immer so, wirkst eigentlich relativ ausgeglichen, glücklich, aber man muss ja so hinter die Fassade gucken. Ja, ich bin so, wie ich bin. Ich bin einfach locker so. Das Einzige, was mich gerade vor allem letzte Ende des Jahres so kaputt gemacht hat, war halt meine Verletzung. Mhm. Die meisten haben es mitbekommen. Ich habe mich an der Schulter stark verletzt, musste operiert werden. Und das hat mich schon mental extrem abgefuckt, bis heute noch. So, du gehst ins Push-Training, du setzt dir irgendwelche Ziele und dann kannst du nicht mal Seitheben machen mit 10 Kilo oder Bankdrücken mit 40, so, wo du vorher 180 auf Reps gedrückt hast. Das ist schon... Mental muss man da wirklich sehr, sehr stark sein. Aber ich mache das Beste draus. Mhm. Auch hier, ich gucke, dass es läuft. Ist auch Woche zu Woche Steigerung auf jeden Fall. Aber das war nicht einfach, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Vor allem, weil ich hatte so eine brutale Ausgangslage für meinen Wettkampf. Ich wollte ja den Klassenwechsel anpeilen. Ich sah wirklich mit so einem hohen Gewicht noch nie so gut aus. Ja, und dann passiert sowas völlig unerwartet. Und das war schon echt extrem. Also hat mir alle Pläne durcheinander geworfen. Dieses Jahr wollte ich habe 2021 Wettkampfpause gemacht. Mhm. 2020 habe ich noch bei der Ben Wader Classic in London mitgemacht. Und in Warschau wollte ich mitmachen. Da hatte ich aber am Tag vorm Wettkampf 40 Grad Fieber bekommen und Durchfall. Da musste ich wieder zurückfahren. Ich war schon im Apartment. Ja, und dann habe ich letztes Jahr komplett pausiert. Ich wollte habe ich auch gemacht, kompletten Aufbau. Ich war auch beim Kienzel 1,5 Jahre. Habe ich mit ihm den Aufbau komplett gemacht. Lief auch wunderbar. Ja, und dann wollten wir jetzt im Frühjahr attackieren. Aber da kam die Verletzung und das hat mir alles durcheinander gebracht. Mhm. Komplett. Kannst du mal sagen, was passiert ist? Ich bin auch ja geschädigtes Kind. Ich habe beide Schultern operiert innerhalb der letzten 2,5 Jahre. Also, vor 2,5 Jahren? Ja, also ich habe eine Schulter machen lassen. Dann hat sich herausgestellt, dass während ich auf die OP von der einen gewartet habe, die andere kaputt gegangen ist. Also ich hatte auf beiden Seiten die gleiche Scheiße. Slap-Läsion, Labrumriss, da reißt er von der Bizepssehne was ab. Wir haben sie beide Bizepssehnen quasi durchgetrennt und vorne mit der Schraube wieder dran gemacht. Also ich habe vorher deine Videos geguckt. Ja, also jetzt geht
Geht schon wieder, aber hat lange gedauert und nicht so, es ging nicht so schnell wie bei dir, also dass eine Diagnose kam. Ich war 2 Jahre lang komplett undiagnostiziert und habe weiter drauf rumgeritten. Ja, ja, das war auch mein Fehler. Also ich habe seit 2021 Januar hatte ich Bizepssehnenprobleme. Hab irgendwie drumherum trainiert, Übungen gemacht, die nicht wehtun, die nicht schmerzen, Physio gemacht, alles Mögliche, hat irgendwie nichts geholfen. Und immer wieder, dann war es mal besser, dann war es mal nicht. Ja, und da ich wie so ein Irrer immer Bankdrücke, also ich habe wirklich extreme Kraft im Drücken. Im Ziehen bin ich nicht so stark, aber im Drücken, da war ich schon vor der Verletzung, waren das schon gute Kraftwerte. Immer wieder weitergerückt, dann habe ich mal 2 Monate sehr schwer trainiert, dann musste ich mal wieder 2 Wochen Piano machen, weil ich Schulterschmerzen hatte. Ja, und dann irgendwann im Oktober habe ich Push gemacht, auch Schrägbankdrücken war drin, Cablefleiß, alles. Und dann vorletzte Übung hatte ich Kabelzug, Seitheben, musste ich am Kabelzug. Okay. Ich hatte 2 Scheiben drauf, 2 Scheiben. Und ich habe halt die so ausgeführt, dass ich oben, wirklich sehr, sehr sauber, oben 1 Sekunde angehalten bin. Oben habe ich kurz pausiert. Ich hatte 2, dann Techno-Gym-Kabelzug, 2 Scheiben. Das ist nichts. Nichts, nein, das spürst du was gar nicht. Wenn du anhältst, zieht schon krass. Ja. Wenn du oben 2 Sekunden pausierst, ist schon krass. Ja. Ja, und dann bei der 3. Wiederholung, als ich am obersten Punkt war, pausiert habe, hat sich's angehört, als ob du eine Glasflasche auf den Boden schmetterst. Hat es einmal gekracht. Ja, dann kurz Pause gemacht, wie ein Idiot noch Trizeps trainiert, weil ich mir nichts dabei gedacht habe. Trizeps zu Ende trainiert, 2 Übungen am Seil. Nach Hause gefahren und dann konnte ich meinen Arm gar nicht heben. Ne? Das hatte ich aber auch. Am nächsten. Genau das hatte ich. Ich dachte, wir hätten vielleicht das gleiche gehabt, aber bei dir ist, glaube ich, das nicht diagnostiziert worden, was ich hatte. Dann am nächsten Tag zum Physio, der hat mich da komplett auseinandergenommen. Das war, glaube ich, auch ein Fehler. Ja, und dann ab ins Krankenhaus am nächsten Tag, weil gar nicht ging. Ne? Ich hatte so Schmerzen, ich konnte nachts nicht schlafen. Ziemlich flotten MRT-Termin zum Glück bekommen. Ja, und dann ist mir von der Schulterlippe was abgebrochen und ich hatte noch seit Monaten, haben die mir gesagt, ein Flake, der war 8 mm lang in der Schulter, den haben die entfernt. Ja, und diese Schulterlippe haben die mit so einem Dübel, so einem Biodübel fixiert. Der bleibt auch drinnen, der muss nicht raus zum Glück, also da brauche ich keine zweite OP. Aber ja, dauert noch, ne? Bis es richtig wird, richtig zusammenwächst, dauert. Ich habe eine Zeit lang einarmig trainiert, einfach für meinen Kopf. Und jetzt so seit einem guten Monat mache ich beide Seiten, aber wirklich leicht. So Rücken geht mittlerweile komplett, volle Power. Finde ich geil. Ziehübungen gehen, aber Druckübung fällt es mir noch sehr, sehr schwer. Sehr, sehr schwer. Ja, meinst du, man hätte es irgendwie vermeiden können? Nicht so schwer treten. Ja, nein, aber schon mit der Bizepssehne da bereits ein MRT machen und gucken, was da los ist. Ja. Also an alle da draußen, wenn ihr Probleme habt, sofort MRT machen. Nicht um den Schmerz drumherum trainieren, sonst endet ihr wie ich. Das sage ich immer wieder. Und es ist einfach so. Ist scheiße. Muss nicht sein. Ja. Und wie war jetzt so die Nachbehandlung? Also du sagst Gelenklippe, das ist eigentlich so das, was auch meine Diagnose war. Man sagt ja, Labrum ist so diese Gelenklippe. Ist wahrscheinlich genau, das gleiche kaputt gegangen, aber die haben bei dir wahrscheinlich noch retten können mit so einem Haken. Das ging bei mir nicht mehr. Bei mir war so zerfranst, dass sie das wegschneiden. Also meine Bizepssehne hängt jetzt wo völlig anders. Und bei dir ist jetzt auch Schlinge gewesen wahrscheinlich, ein paar Wochen? Schlinge, ja, 4 Wochen oder 3 Wochen. Schlinge und ja, Physio die ganze Zeit, 2-mal die Woche, bis heute noch. Ja, und mit der Zeit, also es ist wöchentlich besser, aber ist immer noch nicht hoch. Also ich bin jetzt vielleicht bei 30-40%. Wie war es psychisch? Psychisch war es katastrophal. Ich bin dann so ein Mensch, wenn ich nicht trainieren kann, ich habe mir erstmal vorgenommen, okay, geil, jetzt machst du dicke Beine. Machst du dir dicke Adolf Burkhardt Beine, Alter, gehst du 2-mal die Woche, 3-mal die Woche Beine trainieren. Ja. Das habe ich dann 2 Wochen lang gemacht. Dann hatte ich auch keinen Bock mehr. Dann habe ich mir auch vorher gedacht, komm, jeden Tag Cardio eine Stunde, Bewegung, Aktivität. Aber ich bin dann in so ein Loch gefallen, Alter. Lieferando, gib ihn jeden Tag bestellt. Draußen essen gegangen, also wirklich auf die Ernährung komplett geschissen. Stoff auch komplett raus. Ich habe gebridged, so ganz leicht. Und ja, dementsprechend sah ich dann auch am Ende aus. Ne? Jetzt sind wir genau in der 3. Woche mit meinem Coach, wo ich wirklich wieder auf alles auf 100% habe. Also Ernährung, keine Cheats. Stoff wieder regelmäßig, regulär alles eingestellt. Training wieder, gucke ich, dass ich wirklich alles mache, also beidseitig auch. Und es geht vorwärts. Also ich habe jetzt schon in den ersten, also ich habe insgesamt 7 Kilo verloren. Und jetzt in den ersten 2 Wochen habe ich schon 3,5 wieder drauf. Also die Fülle kommt wieder, die kommt extrem schnell wieder.
Nur ich habe halt rechts habe ich 3 Zentimeter weniger Armumfang als links und das ist schon, das sieht man optisch, das nervt. Du kannst ihm auch beim Schrumpfen zugucken, wenn der in der Schlinge ist. Jeden Tag, es Heftig. geht, jeden Ja, Tag ist geht ein wirklich halber so. Zentimeter weggefühlt, wie der in Ja, dieser Mann. Schlinge ist. Ich habe ein Bild, da war ich Steak essen mit einem Kumpel. Da hatte ich so einen schwarzen Rollkragenpulli an. Junge, das kannst du dir nicht vorstellen. Sieht aus wie ein Untrainierter, so ein richtig schmaler Arm. Und der Ja. andere auf einmal am Platzen. Das sieht richtig lustig aus, das Foto. Ja, also das, in der Schlinge ist wirklich krass. Aber geht schnell. Bestes Beispiel ist auch Teamkollege Johnny. Yusupov oder Yusovic, ich kann seinen Namen nicht Yusupov, aussprechen. Genau, der hat da auch seinen Brustmuskel abgerissen und der kam auch wirklich rasant schnell wieder zurück. Ich habe mit ihm gequatscht. Das ist ohne Scheiß, das ist wirklich viel, viel Kopfsache. Ja, auf jeden Fall. Wenn du im Kopf nicht fit bist, dann wirst du auch vom Körper nicht fit. Das ist so. Aber ich finde, das ist auch allgemein bei Krankheiten. Sei es Krebs, sei es irgendeine andere schlimme Krankheit. Du musst stark sein, so mental. Wenn du mental schwach bist, zu Hause rumliegst, Jalousien runter, Fernseher an und nur am Fressen, dann läuft es auch nicht. Dann wird die Regeneration auch nicht gut. Ist einfach so, ist meine Ja. Meinung. Und ich denke mal, da ist was Wahres dran. Ne? Das Schlimmste Aber. war, hattest du es auch, wenn du mitten in der Schlinge nachts gepennt hast und du zuckst ja beim Schlafen. Jeder zuckt beim Schlafen und keiner nimmt das bewusst wahr, weil er keine Verletzung hat. Du bist frisch operiert, die nähen dir da irgendwas zu und wieder an und du fängst nachts an zu zucken. Ich bin teilweise schweißgebadet ins Bad gelaufen und habe geguckt, ob mein Bizeps noch dran ist, weil die ja darum operiert haben, ob der nicht Ach, abgerissen ist, weil du Scheiße. so zuckst. Und du merkst es nicht, wenn du nichts hast, dass du zuckst, aber jeder zuckt nachts die ganze Zeit. Das war, boah, richtig schlimm. Jede Ja, Nacht bei mir gedacht, ist es ist auch das. abgerissen. Ja, das ist schlimm. Ja, bei mir ist auch das Problem. Ich bin Seitenschläfer. Oh. Ich kann auf dem Rücken gar nicht schlafen, wirklich gar nicht. Und dann lag ich nur auf der linken Schulter, auf der gesunden. Und dann bin ich morgens wach geworden. Die war einfach taub, jedes Mal. Mein ganzer Arm war taub. Ja. Was sagen die War Ärzte nicht jetzt cool. von der Prognose? Die sagen wahrscheinlich, mach keinen Kraftsport mehr. Ärzte haben gesagt, vor März, April gibt das keinen. Ne? Aber ich höre da nicht drauf, Ja, was die es ist ja Ärzte sagen. Januar. Du trainierst ja schon wieder. Ich habe schon Ende November trainiert und wurde Anfang November operiert. Ja. Deshalb, ich habe geguckt, solange er in der Schlinge ist. Die letzte Woche von der Schlinge habe ich sogar einarmig trainiert. Und dann, als die Schlinge raus war, habe ich ganz leichte Bewegungen gemacht. Ich bin halt mit meinem Physio stark in Kontakt. Das, was er sagt, das mache ich. Er sagt halt, pass auf, mach das, was nicht weh tut, mach es einfach. Sobald du bei irgendeiner Übung Schmerzen verspürst, mach es einfach direkt gar nicht. Brich einfach ab. Und so habe ich mich langsam rangetastet bis heute noch. Ich gucke, was machbar ist, guck, was möglich ist. Und dann gib ihm. Ja. Jetzt haben wir ein Thema schon vorweggegriffen. Ich wollte das eigentlich so Richtung Ende, aber wir sind ja flexibel. Was hat dich aber geritten, dass du Reactions angefangen hast? Das war so ja gerade das Thema, was in der Szene so ein bisschen Ja, alles Mann. beherrscht. Und warum glaubst du, kommt so ein Format so gut an? Es ist ja wirklich Guck echt krass mal. teilweise, was das für Klickzahlen gibt, wenn Ja. du auf was reagierst. Ich finde es immer noch zum Angucken und auch zum selber machen so ein bisschen behindert, aber der Erfolg gibt einem recht so am Ende. Ja, das Ding ist, erstens, ich gucke selber mir gerne Reactions an. Und es gibt, glaube ich weiß, Eigenlob stinkt, aber ich beobachte ja auch die Szene und selbst YouTube. Es gibt keinen, der auf deutschen Bodybuilding-Content regelmäßig reagiert. Du hast ab und an mal ein paar Videos, der Volta hat ein paar gemacht. Die kann ich mir aber persönlich nicht reinziehen, finde ich jetzt nicht unterhaltsam. Und sonst gibt es keinen, der wirklich regelmäßig macht. Und das will ich jetzt halt auf meinem Kanal etablieren. Ich will nicht ein reiner Reaktionskanal sein. Auf gar keinen Fall. Ich mache da wirklich eine Mischung. Wer meinen Kanal verfolgt, der sieht, dass ich im Wechsel arbeite. Vlogs, Training, Alltag und Reactions. Immer im Wechsel so. Also eine Reaktion gibt es bei mir pro Woche. Und es kommt gut an. Es macht mir verdammt viel Spaß. Und es fruchtet so. Und dann denke ich mir, warum soll ich es nicht machen? Erstens, es funktioniert und du bringst die Leute zum Lachen. Und ich finde, das ist immer noch das Geilste, wenn die Zuschauer deine Videos gucken und du entertainst die irgendwo. Die amüsieren sich dabei. Die hatten vielleicht einen schlechten Tag und du bringst die am Ende des Tages zum Lachen. Ich gucke mir teilweise die Reactions im Anschluss selber an und lache mich selbst kaputt. Ich lache mich sogar manchmal über mich selbst kaputt. So. Und es kommt halt gut an und selbst die Leute, auf die ich reacte, schreiben mir, ey, geiles Video, Mann, hast du gut gemacht. Sei es Johannes Lukas oder Paul oder Daniel Kubik, wer hat mir noch geschrieben? Hier, wie heißt der?
Na, sag mal, der mit Mike Sommerfeld da auf der Bühne stand, habe ich jetzt Aldin. Aldin, ja. Ja, die Leute selbst, die gucken das dann wirklich mittlerweile, warten die nur drauf, weil die wissen, irgendwann sind die an der Reihe. Und es ist schon lustig, weil ich beleidige ja, ich sag ja meine Meinung, aber ich beleidige niemanden. So. Mhm. Jeder hat das Recht, sein Ding zu machen. So, ob der eine natural ist oder nicht, sei dahingestellt. Das ist auch deren Sache. Aber ich sag halt das, was viele Leute denken. Aber viele Leute haben halt nicht die Reichweite oder eine Plattform, es zu äußern. Und ich denke, deshalb kommt es sehr gut an, weil ich einfach das sage, was viele wirklich innerlich wirklich dasselbe, denselben Gedankengang haben. Mhm. Dann baue ich noch ein paar Memes ein oder irgendwas, was lustig ist, und das ist halt die Kombo, die es ausmacht. Mhm. So, und ich bin halt momentan noch der Einzige, finde ich, der auf den Zug aufgesprungen ist, wo es unterhaltsam ist und wo man sich das wirklich geben kann. Mhm. So. Ich denke mal, das ist das Erfolgsrezept. Ja, ich würde sagen, ein Grund, warum sowas gut funktioniert, ist, dass immer weniger Menschen eine gefestigte Meinung haben oder sich auch nicht trauen, sie zu sagen, und deshalb gerne anderen dabei zuschauen, wie sie ihre ja schon starke Meinung sagen. Was sagst du zu der These? Ja, bin ich auch voll und ganz deiner Meinung. Das ist wirklich so. Und was ich auch dazu sagen muss, es ist nie gespielt bei mir. Ich gucke mir wirklich das Video in dem Moment zum ersten Mal an. Das ist geil. Weil wenn du ein Video schon mal gesehen hast und das erneut guckst, hast du schon eine gewisse Meinung über das Video so manifestiert. Und das ist scheiße. Also es muss wirklich real bleiben. Die Emotionen, die Lacher und alles, das muss wirklich in dem Moment stattfinden. Mhm. Deswegen, Leute, schickt mir Videos und ich gucke mir das gar nicht an. Ich gucke, ey, wie ist das Video angekommen auf deren Kanal? Ist es eine Reaktion wert, und dann reagiere ich drauf so. Ich mache nie im Vorfeld, dass ich mir ein Video komplett reinziehe. Mache ich nicht. Mhm. Weil dann geht die Spannung geht raus. Es wird nicht cool. Mhm. So. Ja. Wie ist es mit dem Protagonisten? Du hast gerade erzählt, du hast sehr oft positives Feedback bekommen, schreiben dir aber auch mal manche und sind beleidigt. Ich kenne das von uns, sobald man was aufgreift, gibt es dann doch so die ein oder andere Heulsuse, die außerhalb ihrer Bubble nicht möchte, dass man irgendwelche polarisierenden Aussagen verwendet. Ich habe auch immer so ein ungutes Gefühl. Bei dir war es ja auch immer so, mal ein Zitat genommen, das auf Instagram rausgehauen, dann aus der Vergangenheit, man kennt es, dann klingelt das Telefon, ah, könnt ihr das nicht rausnehmen, das kam irgendwie gar nicht gut an. So, ja, das ist dein eigener YouTube-Kanal, finden die Leute immer alles cool, aber wenn du dann auf einer neutralen Plattform bist, dann ist es nicht mehr ganz so geil. Hast du sowas auch, dass sie dir schreiben, boah, William, kannst du das nicht rausnehmen oder anders machen? Letztens hatte ich, also überwiegend ist es immer positiv bei mir, mhm, weil ich denke, wie schon gesagt, ich sage das, was viele denken. Klar haben viele auch eine andere Meinung, aber das Positive überwiegt. Aber letztens, ich versuche so den Content zu erweitern, nicht nur auf fitnessbasierende Sachen zu reagieren, sondern allgemein so auf die deutsche YouTuber-Szene so ein bisschen. Aber dennoch soll es schon, da meine Community zu 95% den Bodybuilding-Sport betreibt oder Fitnesssport, kann ich jetzt nicht jede Woche auf Ron reagieren. Ich habe jetzt einmal auf Ron reagiert, Bilecki. Ja, Tornado hast du gemacht, oder? Tornado habe ich, dann habe ich den RAA-Tornado gemacht. Da habe ich schon jetzt keinen Shitstorm bekommen, aber viele haben mir geschrieben, ey, warum reagierst du auf den? Das ist voll der Spaß. Mhm. Dann habe ich gesagt, Junge, du hast den Sinn einer Reaktion nicht verstanden. Ich reagiere nicht auf jemanden, den ich feiere oder nicht. Ich reagiere einfach auf den Inhalt, und am Ende, wenn du mich verfolgst, ist es ja wichtig, was ich dazu sage. Du weißt ja gar nicht, vielleicht sage ich ja genau das, was du über den Spaß an der Stelle denkst. Vielleicht sage ich ja das in dem Video. Weiß man ja nicht. Ne? Also, das war das einzige Video, wo ich ein bisschen, was heißt Shitstorm nicht, aber wo so ein paar Kommentare aufgekommen sind. Aber mir ist das auch egal. Du kannst nicht jedem gefallen. Hm. Das geht nicht. Wenn du jedem gefällst, machst du was verkehrt. Hm. Ja, deshalb, ich scheiß da drauf. Das, was kommt, das kommt. Du hast überhaupt kein Problem, deine Meinung zu sagen oder im Internet öffentlich, weil das ist ja so ein Ding, was wirklich ganz, ganz viele so ein bisschen umtreibt, dann nicht immer die Wahrheit zu sagen, nicht so zu reden, wie man eigentlich redet, weil Hate kommt. Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Ich denke mal, dafür mögen mich die Leute auch die meisten. Mhm. Dass ich das halt sage, was ich denke. Ne? Mhm. Bekommst du auf deinem eigenen Kanal dann sehr selten Hate? Ja. Also kaum. Ja. Bis jetzt. Ja, und sonst so andere Leute auf Instagram, wenn du irgendwo anders stattfindest, schreibt da irgendjemand was? Und wenn ja, was ist es? Es ist ja oft so, wenn du Dinge sagst, an denen sich Menschen reiben. Es ist, glaube ich, ganz komisch. Ich habe manchmal das Gefühl, die Leute gucken sich das an, die denken dasselbe, aber du hast irgendwas politisch nicht Korrektes gesagt, und dann wird sich öffentlich, absichtlich und so gekünstelt drüber aufgeregt.
Oft kam das mit den Paul-Reaktionen oder ob jemand natural ist oder nicht. Da habe ich ja oft reagiert, weil das die meisten Leute interessiert. Da interessiert quasi, was ein Stoffer darüber sagen würde, ob einer nett ist oder nicht. Und wenn ich dann wirklich sage, ey, meines Erachtens nach ist der natural, und die dann 100% der Meinung sind, dass es nicht der Fall ist, dann kriegt man schon ein paar Kommentare ab. So, willst du bei den Rocker-Jungs schleimen, willst du einen Rocker-Vertrag oder irgendwie sowas kommt dann, was soll das, wie viel Geld haben sie dir geboten, dass du das sagst, aber es ist meine Meinung, Alter, so, ich weiß, was, das ist ja das Geile, ich war selbst bei der GmbF, ich weiß, was natural möglich ist und ich habe jetzt nicht die allerbeste Genetik und ich weiß dann auch, was natural möglich ist, wenn du die beste Genetik hast. Und so ein Paul, Alter, ich glaube bis heute, dass da nichts im Spiel ist. Ich auch, safe. So. Ich glaube, dass er natural ist, egal ob die Leute mich jetzt hassen oder nicht. Ich, es gibt halt eine von einer Million, genauso wie ein Messi oder ein Ronaldo im Fußballsport. Du kannst, Genetik kannst du die nicht antrainieren. Und wenn man ihn mal in echt gesehen hat, ich persönlich noch nicht, aber ich habe mit vielen Leuten gesprochen und ich weiß auch, da ich selbst mit Kameras zu tun habe, was mit einem richtigen Objektiv und dem Winkel machbar ist, da sieht selbst der größte Schmalhans hat einen breiten Bizeps, Alter. Und ich finde bis heute, Paul ist natural, fertig, aus. Und das mit dem Blutbild, da macht er das schon ganz geschickt. Klar. Paul ist ein Businessman, glaub mir. Der macht das, damit er in aller Munde bleibt. Safe. Ja. Gibt es irgendjemand, wo du sagst, dem glaube ich das überhaupt nicht, dass der natural ist? Also jetzt nehmen wir mal keinen Simeon Panda oder sowas, aber gibt es eine Grenze, wo du sagst, so, oh, Patrick Teutsch, ganz ehrlich? Oh, bei, boah. Ja, das, Patrick Teutsch ist für mich, Patrick Teutsch ist für mich schon eine Hausnummer. Oder? Also ich habe ja auch auf ihn reacted, das hat er auch dann repostet und er meinte, mal schauen, wie die Form 2022 wird, das ist jetzt der Anfang und so weiter, er hat es belächelt. Der fand die Reaktion auch ganz cool, bis auf eine Sache, wo ich ihm unterstellt hätte, dass er sich da Follower gekauft hätte oder so. Aber was ganz anderes. Das fand er nicht cool, weil er sagte, das sind Follower von früher, mag sein, mag nicht sein, ist mir auch egal, aber bei ihm war es wirklich sehr, sehr schwer, weil diese Fülle, die der hat und die Rundungen an den richtigen Stellen, das ist verdammt schwer. Aber wenn man sich dann wieder seinen Charakter reinzieht, der hat halt diesen netten Charakter, weißt du, was ich meine? Ja. So zu 100, es ist wirklich schwer. Und jetzt momentan, das drehe ich übrigens hier im Anschluss, wenn wir gleich fertig sind, drehe ich Daniel Kubik Reaction. Boah, Daniel ist auch krass, ist schon auch krass. Das ist auch, also ich habe jetzt die Bilder gesehen in der Prep, das wird schwer. Ich habe kein YouTube-Video von ihm gesehen, gar nicht, nur Instagram-Posts. Und boah, Junge, das ist brutal. Alter. Was der da wieder, und vor allem in Off-Season sieht der ganz anders aus. Der sieht aus wie ein LKW-Fahrer, der ins Gym geht. Also der hat mich wirklich umgehauen. Ich bin da wirklich gespannt, was da zustande kommt. Wird eine Reaction wert. Und ich habe noch einen gefunden, dann mache ich, glaube ich, auch noch gleich fertig. Der, wie heißt der mit Vornamen? Haas heißt der mit Nachnamen. So ein junger Kerl, auch bei Rocker. Ah, Manuel Haas. Genau, der hat einen 15-Jährigen, Alter. Hast du die Kraftwerte gesehen? Nee, aber das ist, es wird schon immer jünger, hey. 15 Jahre alt, drückt über 150 Kilo auf der Bank und squattet 220. Da will ich auch gleich mal meinen Senf dazu abgeben. Also diese beiden Videos kommen in Anspruch. Vielleicht, wenn das Video erscheint, sind die Reactions schon draußen, wer weiß. Mal gucken. Ja, wie machst du es, wenn du eine Reaction machst? Setzt du dich einfach hin und nimmst das auf, während du quasi irgendwie YouTube laufen hast? Oder ist es so ein Ding, dass du auf Twitch gehst und das dann dort irgendwie aufnimmst und nachher schneidest? Ganz normal per Bildschirmaufnahme. Kamera läuft nebenbei. Dann wird es geschnitten. Okay. Ganz normal, ganz easy. Ja. Ja, Mann. Und das ist auch geil, weil das Thema stirbt nie aus. Es gibt so viele YouTuber, so viele verrückte Leute in der Szene, verschiedene Charaktere und alles. Es macht einfach Spaß. So, und das will ich beibehalten. Was sagst du zu den Leuten, die auch immer was zu kritisieren haben an der Art und Weise, wie du deine Klicks machst? Ist ja bei uns auch so. Wir haben die News-Sendung, wir haben die seit, keine Ahnung, 5 Jahren mittlerweile oder sogar länger. Und da heißt es immer, ihr ergötzt euch ja bloß an Content von anderen. Was sagst du dazu? Das habe ich sehr, sehr oft geschrieben bekommen, zugeschickt bekommen, aber jetzt privat nicht, aber schon mal unter ein paar YouTube-Kommentaren. Da gab es zum Beispiel einen Kommentar, wie viel Klicks auf Pauls Nacken Teil 3? Zum Beispiel. Okay. So. Und ich schreibe dann einfach drunter, ja, du hast recht, es ist so. Ja. Es ist mir aber egal. Es ist nun mal so. Ich weiß, es funktioniert. Ihr seid, die Zuschauer sind die Sensationsgeilen. Die gucken sich das an.
Ja, und wenn es funktioniert, warum nicht, Alter? Es funktioniert, es klappt, die Aufrufe sprechen für sich und Spaßfaktor ist an oberster Stelle Priorität für mich. Macht mir verdammt viel Spaß. Ja, es ist verdammt einfach auch. Du holst mit dem Minimalsten das Maximalste raus, musst du dir vorstellen. Du musst nirgendwo hinfahren, ins Gym, irgendeinen Vlog drehen. Aber ich will dennoch, also mein Ziel für dieses Jahr ist, den Kanal auf das Level zu bringen, dass auch ein verdammter Vlog seine 50, 60, 70.000 Klicks erreicht. Nicht nur die Reactions. Mhm. Und ich weiß, Potenzial ist weit nach oben. Vor allem jetzt mit der Unterstützung durch den Cutter und alles kann ich viel, viel mehr produzieren. Und auch mehr aus meinem Alltag zeigen. Mehr von meiner Persönlichkeit. Mehr, was sonst so bei mir abgeht. Das ist halt mein Ziel für dieses Jahr. Mhm. So. Und mal gucken, was draus wird. Entweder es klappt oder es klappt nicht, aber ich bin optimistisch. Ich finde das immer kurios, wenn die Leute sagen, man soll nicht auf gewisse Dinge reagieren oder das nicht aufgreifen, weil heißt bei uns auch immer, warum macht ihr nicht mehr dies, warum macht ihr nicht mehr das? Und jede Woche sitze ich halt da und gucke mir überall die Statistiken an. Du kannst ja nicht nur YouTube auslesen, du kannst ja auch deine Website auslesen, alles. Du kannst Spotify und immer das, was am meisten zieht, es sind halt die ganzen polarisierenden Themen. Es ist halt nicht der, wie mache ich eine richtige so. Kniebeuge. Ich sage auch immer, ihr seid der Grund, warum man das so macht. Ja. Nicht ja, der Einzelne, der sagt, ich natürlich. Möchte bloß dieses Informelle haben. Das ja. ist, ganz ehrlich, Leute, das ist gelogen. Es ist einfach gelogen. Ja. Die meisten Leute ja. gucken das an, was polarisiert. Ist Gib dem Affen Zucker. Du gibst den Leuten bloß das, was sie wollen. Ja, das ist so. Aber das verstehen die meisten nicht oder die wollen es nicht verstehen. Aber wenn, ich sag immer, wenn du in meinem Körper drin stecken würdest, derjenige, der mich kritisiert, yeah. der würde das genauso machen. Aber die Leute sind Heuchler, die wollen das nicht zugeben. Hat auch mit anderen Sachen genau dasselbe zu tun. Yeah. Mit Sponsoren oder irgendwas, aber da traut sich keiner zu reden. Ich denke mal immer, wenn du in meiner Rolle wärst, in meinem Körper, du würdest dasselbe tun, Junge. Mm. Nur du weißt es nicht, weil du den Weg nie gegangen bist. Du bist nur der Konsument, der Zuschauer. Aber wenn du in meiner Rolle bist, irgendwo herrscht ja auch ein Druck an mir. Mhm, so. Klar. Ich habe den zwar jetzt nicht, aber der ist schon gegeben, weil du weißt, du kannst dich mit einem Video komplett ins Ausschießen. Mhm. Du kannst dich mit einem Video komplett von der Bildschirmfläche wegschießen. Und bestes Beispiel ist Volta. Sag mal, so, wie viele Bauchschmerzen hattest du, als du das Video mit Kevin im Kasten hattest? Und wann war das? An Weihnachten hast du auf den veröffentlichen Button geklickt? Extrem. Extrem, Alter, sage ich dir ganz ehrlich. Es war für mich ein richtiges Risiko, das Video zu machen. Und es hat sich herausgestellt, dass es ein Top und kein Flop war. Also brutalst. Mhm. Hier, wie heißt das? Die Klicks, brutalst gut, hätte ich nicht gedacht. Ich habe sogar gedacht, dass es mehr wird, aber ich dachte, dass die Relation nicht so gut wird, nicht so positiv, das Feedback nicht positiv wird. Dass ich eventuell einen Shitstorm bekomme oder dass es nach hinten losgeht oder dass mein Kanal jetzt in die Brüche geht oder was weiß ich. Aber ich habe das schlau gemacht. Ich finde auch großen Respekt an Kevin an der Stelle. Man muss ihn nicht mögen. Ich selbst mochte ihn ja auch nicht. So, ich habe ja selbst gegen ihn geschossen an der Stelle im Vorfeld. Mhm. Ich habe ja 2 Reactions über ihn gemacht und sag ihm auch ins Gesicht bis heute, was du gemacht hast, ist scheiße. Ist nun mal so. Aber er weiß es selber und wirklich vor laufender Kamera, er hat die Fragen nicht im Vorfeld bekommen, vor laufender Kamera sich den Fragen so zu stellen, Respekt an Kevin an der Stelle, ob das jetzt alles der Wahrheit entspricht oder nicht, sei dahingestellt, ist aber egal, das Thema ist für mich durch, so, ich habe ihn jetzt mal kennengelernt von Angesicht zu Angesicht, ist ein cooler Typ, ist eine coole Socke, vor allem wenn die Kamera aus ist, da ist er noch sympathischer, als wenn die Kamera läuft. Okay. Meines Erachtens nach, ja. Würdest du schon sagen, da ist echt eine andere Fassade, die er da aufbaut, wenn er die Kamera anmacht? Er sagt nein. Hm. Das war ja die erste Frage in dem Verhör, ob der sich eine Maske aufzieht. Er sagt nein, das ist er zu 100%. Aber ich glaube, mit der Zeit, wenn du so viel Content produzierst und schon so lange in dem Game bist, wächst schon ein gewisser Druck auf dir und du spielt eine Rolle, die du gar nicht mehr merkst. So. Ich will ihm jetzt nicht zu nahe treten, aber ich denke mal, du spielst irgendwann eine Rolle, sobald die Kamera recordet, dass du dann einfach dein bisschen dich verstellst. So. Ich meine, ist ja nicht schlimm, natürlich kann man es machen. Kann man es machen, aber ich finde, es ist ein bisschen übertrieben. Hm. So, ich habe ihn jetzt hinter den Kulissen kennengelernt und die haben mich alle gastfreundlich da empfangen in Berlin, war alles schön und cool, also hat mir wirklich sehr gefallen. Auch Kevin
richtig cooler Typ, so hinter der Kamera. Vor der Kamera, ich finde, er hätte es noch klüger angehen können in dem Verhör. Bisschen ruhiger, bisschen mehr ausreden lassen. Aber im Endeffekt ist es ein cooles Video geworden. Und mal gucken, was die Zukunft bringt. Vielleicht gibt es ja nochmal einen Teil 2 oder so. Mal schauen. Ja, wie war das, als sie auf dich zugekommen sind und gesagt haben, ey, William, du machst jetzt mit Kevin Wolter ein Video. Hast du gesagt, ich mach das, aber nur, wenn ich alle Fragen stellen darf, die ich stellen möchte? Das war ja so, dass ich erstmal der ist ja gewechselt zu meinem Sponsor in P-Nutrition, Power Stage. Und dann wurde ich angerufen, jo, wir haben einen neuen Athleten, der möchte gerne ein Video mit dir machen. Ich so, okay, wer ist das denn? Ja, Kevin Wolter. Ich so, nein, komm, sag mal, wer ist das denn? Er labert keinen Scheiß. Wer ist das? Doch, Kevin. Ich so, okay, nein, kannst vergessen, geht nicht. Ich kann mit ihm nicht zusammen trainieren, Friede, Freude, geht nicht. Ich habe über ihn, ich mag ihn nicht an erster Stelle, finde ich nicht cool. So, ich habe ihn ja nicht kennengelernt. So, das, was ich gesehen habe, hat mir nicht gefallen. Und, Digga, ich habe 2 Reactions über den gefilmt, wo ich schlecht über ihn rede. So. Bist du dann aber wirklich so, dass du sagst, ich habe den zwar echt nicht kennengelernt, aber was ich gesehen habe, gefällt mir nicht. Ich will auch gar nicht mit dem irgendwie mal versuchen, in Real Life so zu connecten. Bist du so jemand, der das dann so wirklich ausschließt? An der Stelle war es wirklich schon so. Mhm. Der hat es, finde ich, so schon so hoch getrieben, dass es mir gar nicht gefallen hat. Also da hätte ich auch gar keinen Turn dran. Okay. Hätte ich nicht. Und dann dachte ich mir, ey, stopp! Das war eine Autofahrt. Da dachte ich mir, ey, stopp, ich habe eine Idee. Wie wäre es denn so, Kevin hat doch einen Beichtstuhl bei sich auf dem Kanal, wo der Leuchte so beichten lässt. Wie wäre es denn, wenn wir dasselbe machen, aber den Spieß umdrehen bei mir auf dem Kanal? Das wäre ein geiles Video und das wäre ein guter Content auch für Kevin, weil der gerade so ein bisschen immer noch einen Shitstorm hat und sein Kanal in die Brüche gegangen ist. Das wäre ein geiles Thema, Alter. Und für mich wäre es ein Absprung ein bisschen für meinen Kanal, so. Haben die das klar gemacht? Ja, und dann ist es dazu gekommen. Das Verhör. Im Verhör, Kevin Wolter. Ja, war auf jeden Fall. War geil, aber ich musste ehrlich sagen, es war für mich. Ich habe das Video veröffentlicht und hatte wirklich Bauchschmerzen, Alter. Wird das jetzt klar gehen oder wird das nach hinten losgehen? Also top oder flop? Ich wusste es nicht. Es war 50-50, Alter. Ich wusste nicht, was auf mich zukommt. Aber positiv. Gott sei Dank. 98% laut YouTube-Analyse. Okay, du musst ja immer echt die Bedenken haben, dass du diesen kompletten Shitstorm, den Kevin irgendwie über die letzten Monate angezogen hat, so mit auf deinen Kanal transportiert. Diese Drachenlord-Geschichte ist ja schon so ein Mysterium, so ein Phänomen, wo man sich eigentlich fragt, wie funktioniert das? Also das ist brutal. Ich weiß, wie es ist. Also das sind Leute, die hängen in irgendwelchen Discords rum und machen gezielte Angriffe. Das ist kein Scheiß. So, ey, Kevin lädt um 18 Uhr Video hoch, wir stürmen jetzt dir das Video und drücken alle Daumen runter. Und da sind das mal dann eben 2.000-3.000 Leute. Und du weißt, wie das ist. Es ist immer ja so, wie so eine Welle. Wenn das Top-Comment und die ersten 10 Kommentare positiv sind, dann wird der Zuschauer, der kommentieren will, kommentiert meistens auch positiv. Dasselbe ist mit Daumen hoch, Daumen runter Verhältnis. Gut, der Daumen runter wurde jetzt abgeschafft, finde ich persönlich scheiße. Ja, ist komisch. Ich finde es doof. Ja. Aber wenn dann 80% Daumen runter sind, dann wird man automatisch als Zuschauer dazu animiert, auch Daumen runter zu drücken, weil man wird so mitgerissen in der Welle. Ist nun mal so. Ja, und dann war das halt so, dass die da komplett seinen Kanal auseinandergenommen haben, ne? Ja, aber da ist er auch selber schuld. Ich habe mit ihm gesprochen, auch im Vorfeld. Ich so, ey Junge, was hast du da gemacht? Er hat sich einfach nicht informiert. Ja. Er wollte ja mit guter Absicht dahin. Er wollte ihm ja wirklich helfen. Ja, aber du kannst keinem helfen, wo man sich nicht richtig informiert, der da auf Pornhub irgendwelche Gummipuppen auseinander. Was denkst du, ist der Grund, dass Kevin sich so ins Ausgeschossen hat über die Zeit jetzt? Kannst du das so festmachen? Denkst du, diese Drachenlord-Story ist der springende Punkt? Oder gibt es so eine Metamorphose? Es waren zu viele Sachen in kurzer Zeit. Es waren zu viele Kleinigkeiten in kurzer Zeit. Drachenlord war ein dickes Ding. Dann auch mit dem Jagen. Ich habe das mit dem Jagen jetzt grundsätzlich verstanden. Finde ich auch cool. Der hat mich ein bisschen aufgeklärt, weil da war ich gar nicht auf dem Gebiet fit. Fand ich auch gut, aber was er da gesagt hat, größtenteils. Muss man auch mal sagen. Safe, auf jeden Fall. Ja, das ist... wenn das Fleisch bei ihm und seiner Familie auf dem Teller landet, immerhin besser als Massentierhaltung, Zuchthaltung, Fleisch zu kaufen, was vollgespritzt ist mit Antibiotikum und so weiter. Aber das waren keine klugen Dinge, sag ich mal. So, weil mit der Reichweite, die du hast, hast du natürlich nicht alle auf deiner Seite.
Ja, da werden viele Dummköpfe dabei sein, die das gar nicht nachvollziehen oder verstehen oder sonst was. Und es waren dann die Sponsorenwechsel und alles. Es waren zu viele Kleinigkeiten in zu kurzer Zeit. Und somit hat er sich halt ins Auskatapultiert. Wobei er von sich sagt, dass er ja gar nicht am Ende ist. Aber wenn man mal vergleicht, was der Klicktechnisch früher gemacht hat und was der für eine Reichweite hatte, der war ja die Nummer eins. Ohne zu lügen, er war Fitness-Content aus Deutschland, war er an der Spitze, einsame Spitze. Was der da, also unter 1 Million pro Video ging da nichts. Kannst ja auch immer noch sehen. Und jetzt ist ja sein Kanal weg. Hast du das Ich mitbekommen? habe es mitbekommen. Ich wollte dich gerade fragen, ob du mehr weißt, weil das Krasse ist ja mittlerweile durch diese ganzen Dinge, die er gebracht hat, glaubt ihm nicht mal mehr jemand, dass jetzt irgendwie jemand seinen Kanal gehackt oder dass er gelöscht wurde. Ich Nee, aber selbst ich auch habe nicht. auch Ich weiß nicht. es auch nicht. Ich, keine Ahnung. Ich denke Nee, auch. ich selbst dachte mir am Anfang, ey, vielleicht ist das ein Promo-Move, Dachte ich auch, 100%. so um einen neuen Kanal zu machen, aber ich habe es jetzt aus sicheren Quellen, dass das wirklich wurde gehackt, wurde gelöscht. Und die sind gerade dabei, den wiederzubekommen. Und wie stehen die Chancen? Das ist so krass, ich habe morgen eine News-Sendung, muss drüber reden, aber jetzt, wo wir gerade Das aufnehmen, ist da gute Info. weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Ja. Also ich dachte wirklich, es ist ein Promo-Move, ey, der Kanal ist im Arsch, wir brauchen einen neuen Kanal. Aber das würde ihm nicht viel bringen. Ganz im Gegenteil. Ja. Wenn er komplett neuen Content machen würde, dann eventuell. So, aber nein. Deshalb ist der ist wirklich arm dran momentan, Alter. Das kann einem leid tun, das ist scheiße. Tut Ja. mir auch irgendwo leid, weil ich weiß, wie viel Arbeit das ist. Und Channel, weiß ja selber. Junge, wie viele Videos, das Schneiden, alles machen, das ist ein Haufen Arbeit. Ne? Ja. Und wenn das dann von einem auf den anderen Tag weg ist, aber ja, es ist traurig, wenn die Leute selbst das einem nicht mehr glauben. Ne? Ja. Ja. Man gönnt es ihm nicht, also man gönnt nie jemandem was Schlechtes, also ich zumindest nicht, Nein, aber das nein, Ding ist Quatsch. halt so, wenn du wirklich Nein. so von der einen Szene in die andere Szene und dann wieder zurück willst und so viele Dinger, ich sag's wie es ist, verkackst einfach. Er hat es halt einfach auf großer Ebene verkackt und dann glaubt ja nachher Ja. niemand mehr. Was ist eigentlich schade, es ist traurig, aber doch irgendwo bist du selbst schuld unterm Strich. Ja, Mann. Leider ja. Naja, ich hoffe, dass es bei ihm bergauf geht. Falls ihr das sieht, auch liebe Grüße, weil ich wünsche keinem was Schlechtes. Ich habe ihn jetzt kennengelernt. Ist eigentlich ein feiner Kerl, sobald die Kamera aus ist. Kannst du das auch über Road to Glory sagen? Wie kam es dazu, dass du die alte Story nochmal rausgekramt Ey, hast? Also, wie das. war die Resonanz? Gefühlt hast du ja da echt sehr, sehr vielen aus der Seele gesprochen. Ey, ich habe Screenshots zugeschickt bekommen, Wir Alter. auch, Mit wir auch. derselben E-Mail enorm viel, auch von dem anderen Kollegen, wo dessen Namen ich zensiert habe extra. Es war ja eigentlich kein YouTube-Video, das siehst du auch an der Qualität. Es war ein Instagram-Livestream. Ich kam nach dem Training, habe hier meine Mahlzeit gegessen, bin einfach live gegangen, quatsch ein bisschen mit meiner Community. Und dann kam vermehrt so in den Chat, ey, reagier mal auf Road to Glory. Und dachte ich mir so, nein, auf den, der ist für mich tot. So. Ich werde über ihn nicht reagieren, auf ihn reagieren, das macht keinen Sinn. Es gibt auch keine Thematik so. Für mich ist der ausgelutscht. Thema vorbei, Thema gegessen. Er soll seine E-Books verkaufen und gut ist. Ja, und dann dachte ich so, ey, fuck, warte mal, da war doch was, da war doch was. Und dann, ich saß hier so am Rechner wie jetzt und mein Handy war hier aufgestellt. Dann habe ich geguckt, im E-Mail-Verlauf tatsächlich, da ist die E-Mail. Ja, und dann habe ich die Geschichte erzählt. Und dann merke ich auf einmal, wie immer mehr Zuschauer reinkommen in den Live. Da hatte ich fast 200 Zuschauer, wo ich sonst immer so knapp 100 habe. Die haben sich das halt, die schicken sich das dann halt rum. Und ich erzähle ja die Geschichte auch ungefähr eine Viertelstunde. Und dann habe ich den Stream gespeichert, bearbeitet, geschnitten und hochgeladen. Und dann ist es auch richtig gut angekommen, hätte ich nicht gedacht. Und sehr viel Zuspruch, weil es war ja keine Märchengeschichte, die ich da erzählt habe. Das ist vielen, vielen anderen genauso passiert. Und viele haben dann auch, boah, Alter, da habe ich Nachrichten bekommen, wo genannt wird, ey, ja, wenn du das Geld nicht auftreiben kannst, wir können ja auch eine Ratenzahlung machen, frag mal deine Eltern, so Sachen. Da dachte ich mir, Alter, geht's denen noch gut? Wie krank muss man sein? Wie besessen nach Geld muss derjenige sein? Das ist also ein Höhenflug, den die damals hatten, geisteskrank. Und die waren ja auch eine Zeit lang fitnessmäßig so auch Top 10 aus Deutschland. Ne? Die waren sehr, sehr stark unterwegs. Und dann kann ich mir schon vorstellen, wie dumm und dämlich sich die damals verdient haben. Deswegen versuchen die bis heute auf Biegen und Brechen irgendwie finanziell da irgendwas sich noch weiterhin aufzubauen. Aber ich denke mal, der Drops ist gelutscht bei denen, da kommt nichts mehr bei rum. Gehe ich stark von aus. Ich habe da auch Nachrichten bekommen, wo wirklich auch stark gepusht wurde, so nach dem Motto, der andere antwortet nicht mehr. Wie sieht's aus? Sollen wir es jetzt so machen mit der Ratenzahlung? Also ich habe da wirklich echt Ja. uncoole
Nachrichten bekommen. Wie war das bei dir früher? Du hast dich ja auch im Coaching beworben bei denen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand Road to Glory nie cool. Ich bin aber jemand, der kann sich das auch nicht anmerken lassen. Also wenn ich einen Podcast mit jemandem mache, ich kann da völlig auf neutral stellen. Mir ist es völlig wurscht. Du musst ja eine neutrale Person irgendwo als Newsender musst du auch die neutrale Person sein, aber du musst jetzt niemanden feiern oder hassen. Genau, aber ich kann unbefangen so in die Sache reingehen. Wie war das bei dir früher? Ja, wie gesagt, ich fand es nicht cool, nie cool, aber du hast dich ja aus einem Grund drauf beworben. Du musst die ja so zu einem Stück weit auf jeden Fall nicht gefeiert haben, aber. Ich war etwas 2 Jahre jünger als du in dem Fall. Vielleicht sogar 3, wissen wir jetzt nicht. Und manche Sachen fand ich cool, manche nicht. So. Aber ich fand, es war krass, weil das waren mit unter anderem GoKo so die ersten, die das Thema Stoff angesprochen haben damals, auch öffentlich. Und das hat mich schon irgendwo gereizt. Ne? Ich fand die Thematik schon, ey geil, das sind so die ersten, die werden schon wissen, was die tun. Aber ich war auch selbst sehr, sehr unerfahren, was das angeht, allgemein. Ne? So, man lässt sich leicht blenden, so als junger Spund damals noch. Ja, aber es war jetzt nicht so, dass ich mir ein Poster von denen hier ins Zimmer gehangen habe. Klar. Als Jugendlicher. So habe ich die jetzt auch nicht gefeiert. Ne? Nur ich fand halt die Aktion geil, die die gebracht haben, weil ich dachte mir, ey, bewirb dich und dann wirst du angenommen. Das heißt, du bist der Auserwählte, die wollen dich, die sehen Potenzial in dir. Du wirst jetzt im Coaching-Team dabei sein. Mhm. So kam das dann eher zustande. Mhm. Aber ich würde niemals einen Cent dafür bezahlen. Mhm. Die haben auch in jedem Potenzial nachher gesehen. Habe ich so mitbekommen. Jeder, natürlich jeder. Das ist ja das Traurige. Ja. Was wollten Sie haben nochmal dafür? Wenn da, bitte? Was wollten Sie haben dafür nochmal? Das war relativ kostspielig auch, so wenn du es vergleichst mit einem anderen Coach. So. 400 Top-Level. Euro im Monat. Ja, das ist krass. 400 Euro krass. Im Monat. Das ist krank. Ja. Dann war vorbei, als du das gehört hast, kostet Kohle. Konntest dir wahrscheinlich nicht leisten. Konnte ich mir eh nicht leiden. Na, um Gottes Willen, konnte ich mir gar nichts leisten. 400 Euro war mein Geld für Essen und Subs. Und dann hat es nachher aber schon auch nochmal engeren Kontakt zu Alex, der ja, ich glaube, auch da so drin gehangen ist schon zu der Zeit. Oder am Ende war das schon eher, ich weiß es nicht mehr genau, aber. Ich glaube auch, ja. Also ich war eine Zeit lang durch Chris Kall, ist auch mittlerweile guter Freund von mir geworden in der Szene. Wir haben uns an der Dennis James kennengelernt und dann ein Jahr später sind wir gemeinsam nach London gefahren. Er ist in Bodybuilding-Klasse bis 90 gestartet und ich halt Classic Physik in London. Und Alex war sein Coach, den hat er dann mitgenommen. Er war vor Ort und dann habe ich halt Alex kennengelernt. Und so ist auch der Kontakt zu Alex zustande gekommen, der jetzt leider aus diversen Gründen, was heißt leider, nicht mehr existiert. Also ich wünsche ihm alles Gute, aber ich habe mit Alex gar nichts mehr zu tun, möchte ich auch nicht. Soll er da Erfolg haben mit seinen HPN und mit allem, aber ich bin raus aus der Sache. Da sind ein paar Sachen vorgefallen. Ich finde, man muss nicht über alles im Internet quatschen, so manche Sachen bleiben privat. Und ja, da ist der Kontakt jetzt auch raus. Aber kommen wir zurück zum Thema. Ich glaube auch, so wie ich ihn jetzt mittlerweile kenne, war der da mitgehangen. Ne? Mhm. So, ich glaube nicht, dass das auch seine Absicht war, die Leute so krass abzuziehen. Mhm. Weil ich weiß, wie sein Coaching abläuft und das ist ja komplett anders, bis heute noch. Mhm. Ja. Ich finde es cool, wenn jemand auch so einen Kodex hat, den er vertritt und sagt, ich muss nicht über alles in der Öffentlichkeit reden, obwohl ich zu allem meine Meinung habe. Gibt es irgendjemanden, mit dem du richtig Beef hattest? Also so Beef, wo Nein. es nicht so lustig war? Das war der Beef mit Max Matz und Alexikon. Mhm. Was heißt aber Beef? Das war irgendwann schon so lächerlich irgendwo, weil wir haben uns da gegenseitig, kamen da Sachen, wo man sich gegenseitig in Stories gedisst hat, sage ich jetzt mal, aber ich bin irgendwo, habe ich das auch, du weißt, guck mal, Beef zieht immer. Immer. Egal, ob in unserer Szene oder in anderen Szenen. Beef zieht immer. Die Leute sind immer noch sensationsgeil. Bleiben egal, die auch immer. Oder immer. Und bei Beef erst recht, aber das ist bei mir genauso. Wenn irgendeine Schlagzeile kommt, der mit dem Streit, du klickst direkt da drauf, du willst wissen, was abgeht. Ist der Naturinstinkt, denke ich mal, von jedem von uns. Und dann war es schon so, dass ich dann mit Most Hated Shop T-Shirts habe ich meine Küche gewischt und habe das halt in der Story festgehalten. Dann haben die mit meinen Merkel T-Shirts sich den Arsch abgewischt und so als Toilettenpapier benutzt. So, und dann wurde es irgendwann kindisch, aber dann im Endeffekt habe ich im Urlaub mit Max gequatscht. Wir haben telefoniert, haben uns irgendwo ausgesprochen. Ich habe dem alles Gute gewünscht. Er mir dann auch und jeder geht seinen Weg. Ist jetzt nicht so, dass wenn wir uns auf der Straße sehen, dass wir uns da auf die Fresse hauen oder so. War jetzt aber auch kein Promo-Beef an der Stelle, auch nicht. Es war einfach,
aus einer Fliege wurde ein Elefant, sag ich mal. Ja, aber ist es nicht auch cool, wenn du dann am Ende so dass du aus der Welt schaffen kannst? Sind ein paar Sachen vorgefallen, die mir nicht passen, aber ich bin immer so, wo ich immer hinterstehe, ist, nur sprechenden Menschen kann geholfen werden. Mhm. Und wenn du dich mit jemandem an den Tisch setzt und mit dem ganz normal redest, wie ein erwachsener Mensch, dann kann man jeden Streit eigentlich klären. Es sei denn, da sind Sachen unter der Gürtellinie passiert, das ist dann nicht mehr zu klären auf die Art und Weise, aber sollen die machen, ich mach mein Ding, die machen ihr Ding und der Kuchen ist groß genug, mein Gott, weißt du, was ich meine? Mhm. So, aber sonst hatte ich eigentlich gar kein Beef mit niemandem. Nein. Ist noch nie was passiert, wo du sagen würdest, da ist das Tischtuch so komplett zerschnitten, da kann man nicht drüber reden, das hattest du noch nicht. Das ist ja cool auch. In der Szene jetzt? Ja. Nee. Mit bekannteren Persönlichkeiten? Ja. Nein. Nicht, dass ich jetzt auf Anhieb ist, fällt mir nichts an. Mhm. Nein. Nein, Mann. Das ist cool. Wenn man nicht in Beef involviert ist, ist es immer am besten. Beef ist geil, bis ja, du selber dabei bist. Ich bewege mich da auf ganz dünnem Eis. Ne, dünner geht Content. Nicht. Dünner geht nicht. Also dünner du wirst früher oder später wirst du auch Ärger bekommen mit irgendwas. Kommt einer wird kommen, safe, der mit der Reaction nicht klarkommt, der sagt, lösch das Video oder der sagt, ey, du kannst das doch nicht sagen, aber Digga, es ist mir egal. Ich werde niemals jemanden öffentlich vor der Kamera beleidigen. Mhm. Ich sage lediglich meine Meinung, aber ich werde niemals irgendeinen beleidigen oder ich passe schon auf, was ich sage, sagen wir es mal so. Mhm. So, ich sage schon straight meine Meinung, aber ich werde jetzt auch nicht übertreiben. Mhm. Weil das kann, du weißt, das Internet ist groß, das Internet vergisst nie. Bestes Beispiel, Road to Glory. Man muss wirklich aufpassen, was man sagt. Sei es jetzt ein Podcast, sei es ein eigenes Video, man muss wirklich aufpassen, ja. Vor allem, wenn man sich irgendwo in der Öffentlichkeit so befindet mittlerweile. Mhm. Inwieweit lässt du mit dir reden, wenn du mal irgendwas sagst, was jemand anderem nicht gefällt? Bist du schon so bedacht, dass du alles so ausdrückst, dass du 100% dahinter stehen kannst? Oder lässt du auch dann ja mal mit dir verhandeln, wenn irgendwas so... Na, bestes Beispiel jetzt mit dem Patrick Deutsch, wo der sagte, ey, was soll das mit den Follower, dass du mir da unterstellst, dass ich Follower gekauft hätte. Dann höre ich mir da seine, haben wir kurz geschrieben, hat er mir gesagt, das waren damalige Follower von früher noch und dass das jetzt tote Follower sind, weil ich bin immer so ein Typ, ich gucke immer so Like-Verhältnis zu Follower, ja, und Kommentare. Schwierig, ich gucke mir das teilweise halt gerne an, weil ja, ich weiß, wie fake die Szene ist. Mhm. Ich weiß, wie viele große Fitnessleute sich da Follower gekauft haben und ich werde es bis heute nicht verstehen und noch mehr verstehe ich nicht die Firmen, die drauf reinfallen, die sich da nicht die Insights zeigen lassen, wo drin steht, dass 90% der Follower aus Bangladesch und Indien stammen. Nichts gegen Inder oder Leute aus Bangladesch. Ja, sprechen halt nicht unsere Sprache, ja, gell? Ja, das sind Bots, die man kaufen kann auf eBay und so weiter, nur so nebenbei. Wenn er mir dann sagt, ey, pass auf, das waren, mag ja sein, ist okay. So, man kann mit mir über alles reden. Mhm. Ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, ey, meine Meinung stimmt, pass auf, was du sagst, du darfst nichts sagen, das, was ich sage, ist richtig. Nein, das stimmt nicht. Mhm. Also ich lasse das schon mit mir quatschen, das ist kein Problem. Man kann, wie gesagt, nur sprechen, ein Mensch kann geholfen werden. Meine Meinung ist da, aber wenn du gegen argumentieren kannst, liebend gern. Mhm. Kann man auch einer zu mir sich hinsetzen und mit mir einen Podcast drehen. Ja. Das ist kein Problem auf jeden Fall. Ja, rechtliche Probleme hast du aber noch keine bekommen bisher. In der kurzen Zeit? Bis dato noch nicht. Hast du überlegt, wie du damit umgehst, falls es mal passieren sollte? Ich dachte, mit dem Jill-Video wird es passieren tatsächlich. Echt? Hast du echt geglaubt? Ich hatte es irgendwie so im Kopf, dass da ein Anwaltsbrief reinflattern würde. Die Frage ist halt, mit welcher Begründung? Weil du bist halt nachher schon sehr safe mit all dem, was du vorweisen kannst und mit dem, was so in der Szene noch alles geschickt wurde. Bei uns war es ja auch so. Ja. Also da kamen teilweise Nachrichten auch von dem Kollegen, den du jetzt zensiert hast. Da haben wir dir, glaube ich, so ein bisschen ein Eigentor geschossen, weil wir das erstmal nicht zensiert hatten. Nicht zensiert, ja. Weil es für uns klar war. Ja, aber er hat dann auch wirklich so kommentiert. Und ich habe den auch zensiert, weil ich mir mit dem unsicher war, weil das schon so lange her ist, ob der da wirklich mit am Start war oder nicht, aber es war tatsächlich so, er war mit am Start. Ich habe drei Screenshots privat bekommen, Alter, steht das genauso drin. Dass man es dann noch nimmt, Alter, und da noch drunter kommentiert, dass der nichts, das ist richtig dreist. Das ist schwach. Da will der noch seinen Arsch retten, das fand ich wirklich sehr, sehr schwach an der Stelle. Ja. Da kam ja auch mein Kommentar, man sollte nicht mit Steinen werfen, wenn man im Glashaus sitzt, weil das war schwach, ja. Kam aber auch nichts, also ist dann im Sande verlaufen. Wird auch nichts kommen, aber sonst, ja, was braucht man gute Rechtsschutz? Hast du eine gute Rechtsschutz? Ich mal sagen.
Ja, alles gut, ja, keine Sorge. Ja, hast dich vorbereitet, ja, um zu schießen. Natürlich, kann immer was passieren. William, pass auf, bevor wir noch ein paar Zuschauerfragen machen, eine zukunftsorientierte Frage, weil du bist ja jetzt gerade erst raus aus einer relativ schwerwiegenden Verletzung. Was steht jetzt in nächster Zeit bei dir an? Vielleicht auch im bevorstehenden Jahr. Willst du wieder zurück auf die Bühne? Willst du nicht? Hast du gemerkt, dass man auch ohne Wettkampfsport ganz gut Reichweite aufbauen kann und hängst die Posing-Shorts an den Nagel? Wie sieht's aus? Nein, ich will auf jeden Fall noch mich einmal neben den Jungs, den schweren Jungs hinstellen in der 102-Kilo-Klasse, safe. Ich bin jetzt keiner, der jetzt vom Pro-Card spricht, um Gottes Willen, die Zeiten sind vorbei. Es war mal knapp, in der Classic-Physik hätte ich Chancen, definitiv, aber ich komme nicht mehr in das Gewichtslimit, auf gar keinen Fall. Die letzte Prep 2020 war zum Schluss 4 Wochen lang 120 Minuten Cardio und Zero Carbs. Muss wachsen. Also, macht auch der eine oder andere, habe ich gehört, so über Nacht. Bitte? Der eine oder andere wächst auch mal über Nacht. Also. Ja, aber nein, lass mal. Das war die Hölle, die Vorbereitung. Und ich habe die nächste Klasse angepeilt. Es lief ja vor der Verletzung gut. Ich wog 112, 113 auf dem Körperfettanteil von 9 bis 10 irgendwie. Wie groß also bist war du? War schon recht ordentlich. 1,79. Okay, ist auch relativ also groß. Also war ein sehr stabiles Paket. Und das auf 102 Kilo wäre, glaube ich, brutal gewesen. Aber mein Ziel ist es jetzt erstmal, bevor ich mir überhaupt Wettkampfpläne, Gedanken schmiede, ist es erstmal wieder das Level zu erreichen, was ich vor der Verletzung hatte. So, wenn ich das Level habe, dann kann man über eine Vorbereitung sprechen, beziehungsweise sich Gedanken machen. Schön wäre es, wenn es im Herbst klappt. Ich denke aber eher, dass es früher sein wird nächstes Jahr, 2023. Weil, mal gucken, wie es überhaupt läuft jetzt mit der Regeneration, ne, mit der Heilung. Aber sonst, ich will auf jeden Fall noch einen Wettkampf machen. Und das hat auch nichts mit Reichweite zu tun. Mit Wettkämpfen machst du keine Reichweite. Also sehr, sehr, sehr wenig. Ja. Mit Reactions und Beef machst du ein bisschen mehr. Ja, ich hätte jetzt gedacht, so, keine Ahnung, hast jetzt irgendwie am Blut geleckt mit den Reaction-Videos. Man sieht ja immer mehr, also es geht nicht mehr nur um Wettkampfsport, wenn es um Reichweite und um Sponsoren geht, dass du einfach sagst, so, ey, eigentlich auch mal ganz cool, nicht seinen Körper durch solche Strapazen durchzuboxen, aber es gibt halt auch Leute, die feiern den Sport einfach. Natürlich. Mein Ziel ist es jetzt erstmal wieder, wie gesagt, dahin zu kommen. Und letztes Jahr waren es 10.000 Abonnenten bis Dezember. Da hatte ich im Dezember knapp 20.000. Also Ziel übertroffen ums Doppelte. Dieses Jahr sind es die 50.000. Die will ich bis Ende des Jahres vollhauen. Ich denke mal, wenn ich so weitermache, schaffe ich es auch. Und ja, einfach im YouTube viel Gas geben momentan. Ich habe die Zeit. Ich habe Bock. Es macht Spaß. Und Bodybuilding betreibe ich weiterhin. Also ich gebe da auch Vollgas. Ich bin jetzt keiner, der eine Woche die Beine skippt oder irgendwas. Also ich nehme das schon wirklich verdammt ernst. Ja. Ich bin gespannt, ob dein Comeback genauso verläuft wie jetzt der Abriss in der YouTube-Reaction-Sache. Was auf jeden Fall schwer sein wird, beziehungsweise was Neues ist, dass auf mich geschaut wird. Ne? Weil jetzt ist man irgendwo in aller Munde und da muss man gucken. Ey, du weißt, jetzt werden dich, viele Leute werden jetzt gerade auf mich, da ich überall mein Maul aufmache in den Reactions, gerade auf mich wird jetzt mit dem Finger gezeigt. Aber ich bin so ein lockerer Typ, so ich mache einfach. So, ich weiß, wenn die Hausaufgaben gemacht sind und die Form sitzt, ich bin auch einer, der gar kein Bühnenfieber hat. So, ich gehe gerne auf die Bühne. Du kannst mich mit einem Urs vergleichen. Also jetzt nicht vom Posing her, aber von der Gelassenheit. So, ich warte nur auf den Moment, bis ich da hoch kann und mich präsentieren kann. So. Hättest du auch keine Bedenken, bei einem deutschen Wettkampf nochmal zu starten, so Dennis James Classic? Weil da hätte ich sogar richtig, da hätte ich sogar am meisten Bock drauf. Einfach, weil ich krassen Support hätte von meinen Leuten. Da hätte ich mega Bock drauf, weil ich weiß, wie verrückt die Leute sind und die würden anreisen. Sei es der Dennis James Classic oder Dennis Wolf, da hätte ich mega Bock drauf. Ja. Aber NPC auf jeden Fall, trotzdem, wenn es klappt, dann Pro. Ja, ich bleib nur NPC. Ja, das ist so mein Ziel. Ich bin gespannt. Lass uns noch ein paar Zuschauerfragen machen am Schluss, wenn du Bock hast. Komm, erzähl. Ja, kannst du eigentlich direkt weitermachen, weil hier fragt jemand, welche Ziele hast du dir für 2022 gesetzt? Muss ja nicht nur sportlich sein, kann ja auch privates Umfeld. Willst du mal Kinder haben? Wie sieht's aus mit der Herzdame? Das solche ist noch Sachen. Ganz. Das ist noch Kinder, Familie, das ist noch ganz weit drüben. Also erstmal Karriere, das ist an oberster Stelle. Karriere, Sport. Das sind meine Prios. Also Wettkampf bis Herbst ist so ein Ziel, was du auf jeden Fall ins Auge fasst, wenn alles gut läuft. Wenn es klappt, wäre ich mehr als zufrieden, Alter. Das dann auch alles dokumentieren, als Vlog und so weiter.
Woche für Woche. Das wäre schon mega geil. Würde auch die Leute, denke ich mal, interessieren. Hm. Und dann in Roid Rage kurz vorm Wettkampf noch ein paar Reactions abfilmen mit richtig schlechter Laune und Hunger. Das wäre, glaube ich, geil. Hast du sowas, hast du es gemerkt irgendwie in Wettkampfvorbereitungen gegen Ende, dass du so komplett am Ende bist? Alter, du konntest die letzten vier, fünf Wochen konntest nicht mit mir reden. Okay, so krass. Ich kapsel mich da auch komplett ab von meiner Familie, von meinen Freunden. Komplett. Mhm. Die haben aber auch Verständnis. Die wissen, ey, das ist nur eine Zeit, nur eine Phase. Bald ist der alte William wieder da. Weil ich habe halt, aber die nächste Vorbereitung wird anders, weil es halt dieses Gewichtslimit war. Du musst dir vorstellen, Alter, Schichtarbeit, zweimal eine Stunde Cardio am Tag, gar keine Kohlenhydrate und das über Wochen. Alter, du läufst auf Zahnfleisch, das macht keinen Spaß. Das ist krank. Und ich bin dann einer, ich esse meine Mahlzeit und während ich die esse, dann gucke ich schon auf die Uhr, wann kannst du die nächste Mahlzeit essen? So, ich war halt durchgehend am Hungern, musst du dir vorstellen. Durchgehend. Ja, und das macht keinen Spaß. Ich denke mal, ich musste extrem viel Muskulatur abwerfen. Ich war mit 96, 97 Kilo fertig. Mhm, krass. Ja, und, das ist eklig. Ich sah auch mit 93 sah ich nicht so gut aus. Ich habe dann, wog ich weniger, aber hatte dann noch einen Wasserfilm kurz vorm Wettkampf, weil es einfach zu viel Stress war für den Körper. Ja, ich musste auch am Wettkampftag noch joggen, also spazieren gehen mit einem Schwitzanzug, weil ich noch 1,5 Kilo zu viel hatte. Also das war die Hölle. Aber Props an Stefan an der Stelle. Wir haben alles online gemacht und es hat alles wirklich aufs Gramm funktioniert. Ich habe mich perfekt eingewogen damals. Da muss ich dem wirklich nochmal Komplimente aussprechen. Mhm. Ja, können wir gleich weitermachen. Es steht hier irgendwo anders, aber ich habe es im Kopf. Warum nicht mehr bei Stefan Kienzel und wo bist du jetzt? Ich bin jetzt bei David aus Polen, Daywick auf Instagram. Mhm. Kennst du wahrscheinlich. Sag mir was, ja. Der, ja, ist so wie jetzt mit dir, ich wurde eingeladen im September zum Podcast, auf Polnisch aber, weil er hat wirklich, der hat sehr, sehr viele Leute im Podcast, auch Legenden aus Amerika. Mhm. Der Podcast ist auf Englisch, auf Deutsch, aber oft mit Legenden oder halt Leuten aus USA. Der hatte jetzt zum Beispiel mit Vlad, hatte der letzte Woche seinen Podcast. Also wirklich sehr, sehr interessante Leute. Und da haben wir halt viel über das Coaching gesprochen. Der ganze Podcast handelte sich halt viel ums Coaching. Und als die Kamera aus war, habe ich ihn halt so gefragt, wie das bei ihm abläuft, und er nimmt auch nur Wettkampfleute und ich weiß auch halt, wie er sich Mühe gibt und wie science-basiert er ist. Es ist jetzt kein Front an Stefan, dass er sich keine Mühe gibt oder was. Also alles lief wunderbar, wie gesagt, aber meines Erachtens nach hat er einfach mittlerweile zu viele Leute. Ich weiß nicht, wie Stefan das handelt, ja, und ich möchte halt noch engeren Kontakt haben zu meinem Coach, halt noch mehr Input bekommen. Und nicht nur ein Plan oder okay, mach weiter oder okay, passt. So. Es hat funktioniert mit Stefan. Klar, er ist ein guter Coach. Das ist jetzt nicht, dass Leute denken, ey, ich sag jetzt Schlechtes über Stefan. Auf gar keinen Fall. Ich bin sehr zufrieden mit der Arbeit. Aber ich will auch mal meinen Horizont erweitern. Das ist für mich im Coaching wichtig, dass ich selbst viel dazu lerne. Mhm. Und die polnische Schule ist etwas anders als unsere Schule hier in Deutschland. Die machen ein paar Sachen anders und da bin ich halt einfach wieder bei einem Polen gelandet. War vorher auch so. 2017 war ich auch beim polnischen Coach. 2019 bei der Dennis James und Wolf ebenfalls. Hm. Deswegen einfach mal Horizont erweitern und schauen, was abgeht. Kannst du das so ein bisschen umschreiben, was die Polen anders machen als die Deutschen? Sind die härter? Stoffpläne sind komplett anders. Okay. Die sind viel härter, was die Aussprache angeht. Mhm. Die pusten dir so, keinen Zucker in den Arsch. Gar nicht mit Arschtritt und so ein Scheiß. Mhm. Ich musste ihm jedes Training abfilmen, jede einzelne Übung. Mhm. Und das Training für Training. Und dann verbessert er das. Wobei ich schon sehr sauber trainiere, gibt es immer was auszusetzen. Mhm. Finde ich persönlich geil. Ich coach auch ein paar Leute, da mache ich das aber auch mittlerweile schon so. Also wenn ich weiß, ey, irgendwas stimmt da nicht, zeig mal, gucken wir mal über die Technik drüber, was da läuft. Da gibt es bestimmt was zu verbessern, finde ich persönlich gut. Vor allem, wenn man auf Distanz arbeitet, online. Es ist schon wichtig, weil viele machen halt im Training. Und ich bin halt immer so ein Typ gewesen, Training ist an letzter Stelle bei mir. Mhm. Wichtig ist Subs und Ernährung. Also eigentlich Ernährung. So. Dann Training, dann Subs. So jetzt, so rum. Aber er ist halt der Meinung, Training ist das A und O. So. Und ist auch Push-Pull-Beine. Trainiere ich übrigens schon seit Jahren. Mhm. So fahre ich ganz gut mit. Auch ein bisschen mit Hit-System. Und halt mit viel Intensitätstechniken. So. Und es macht halt Spaß. So. Ist schon etwas anderes als beim Stefan. Mhm. Aber du kannst das Rad auch nicht neu erfinden. Klar, ja. Nächste Frage. Nochmal darauf Bezug nehmen mit Kevin. Wie war Kevin Wolter, als die Kamera nicht lief? Kannst du das nochmal so ein bisschen beschreiben?
Was war der Unterschied? Viel, ruhiger? Weil er ist ja immer so viel, voll angestochen, ja, viel, hyperaktiv. Ja, Mann, das ist das. Also viel angenehmer einfach von der Art. Viel angenehmer, viel herzlicher, nicht so energisch, weißt du, was ich meine? Und das fand ich halt viel besser. Mhm. Also wenn er so noch vor der Kamera wäre, konstant, der würde viel mehr Zuschauer an seine Seite gewinnen. Mhm. 100%. Ja. Was denkst du, ist der Grund, warum er so geworden ist? Also er war das, glaube ich, mal. Weil er damit so erfolgreich geworden ist. Ja, ganz einfach. Ja. Ganz einfach. Der war an der Spitze mit dieser Art. Mhm. Kannst du sagen, was du willst. Ja. Und dann hat der ein paar Mal verkackt, ja, und jetzt ist er nicht mehr an der Spitze, aber hat dieselbe Art beibehalten. Mhm. Ja. Das mit den Influencer und Kostendecken hatten wir schon. Nächste Frage, was hast du aus deiner Verletzung gelernt? Was habe ich aus meiner Verletzung gelernt, habe ich eigentlich auch schon beantwortet, kann ich aber nochmal sagen, wenn man Verletzung hat, direkt checken lassen, Alter, und nicht drum um den Schmerz herum trainieren, mach direkt ein MRT, mach ein Röntgen, geh zum Arzt, wie auch immer, aber trainier nicht wie ich ein Jahr lang um den Schmerz herum, weil dann bist du irgendwann am Arsch. Ja. Hast du auch irgendwas so anderweitig gelernt, wo du sagen würdest, das mache ich nicht mehr, das mache ich nicht mehr, das hat eventuell ja, dazu... Ja, Bankdrücken habe ich auch, ich kann ich nicht mehr. Ich will das schwere Bankdrücken, auch wenn es mir extrem viel Spaß macht. Ich bin auch seit 2015 hier Stadtmeister bei uns. Okay. Raw auf eine Wiederholung bin ich Meister, aber es macht mir unheimlich viel Spaß, da ich gerade so gut bin, aber ich muss es einfach mal sein lassen. Mhm. Es wird schwer. Mhm. Ich habe jetzt letzte Woche wieder gedrückt. Zwar an der Multipresse und auch 100 Kilo wieder. Boah, das erste Mal. Du bist echt mutig, ey. Trotzdem. Vor drei Wochen waren es 50 Kilo mit 2-3 Wiederholungen. Jetzt waren es 110 Wiederholungen ohne Schmerz. Okay. Also, ich weiß nicht. Ob es klappt, weiß ich nicht. Ja, ich muss mal gucken, Alter. Also, das habe ich mir eigentlich zu dieser schweren Drückübung weglassen. Mhm. Ob es klappt, weiß ich nicht. Gucken wir. Ob wir dich. Junkie, der sein Entzug plant. Naja, nicht, dass wir dich jetzt hier in einem halben Jahr wieder im Podcast haben und dann was anderes abgerissen ist. Toi, toi, toi. Bitte nicht. Ja. Polarisierende Frage. Wie betrachtest du es im Nachhinein, für deinen Bodybuilding-Lifestyle Essen geklaut zu haben? Dem Zusammenhang kannst du auch mal die komplette Story erzählen mit allen Konsequenzen, weil ich glaube, da wird dann auch deutlich, so erste, cool war es dann also doch nicht. Zweite Vorbereitung 2017. Ihr müsst euch vorstellen, ich war in der Ausbildung. Irgendwann diese Story, dass ich die jemals erzählen würde, Alter, das ist krass. Ja. 2017, ich war in der Ausbildung, ich bin auch nicht stolz darauf, ne? Um Gottes Willen. Ich war in der Wettkampfvorbereitung und ich war in der Ausbildung, broke as fuck, ich hatte kein Geld, kaum Geld. Da kommt natürlich Stoff ins Spiel, Coach ins Spiel, Essen ins Spiel, Supplements ins Spiel, Gymbeitrag. Ich hatte noch ein Auto, was ich bezahlen musste und kaum Geld verdient. Das waren das 700, 800 Euro in der Ausbildung. Und dann wurde irgendwann das Essen tatsächlich knapp fürs Geld tatsächlich knapp fürs Essen. Ja, und Supplements zu klauen ist ein bisschen schwer. Super Subs erst recht, weil dann hast du Ärger mit den falschen Leuten. falschen Leuten. Ja, und dann ist es irgendwie aus einmal habe ich es versucht, gemerkt, dass es war auch nie so, dass ich irgendwie der Dieb war in meiner Jugend oder so. Ich habe nie irgendwas gemacht, so in der Hinsicht. Und dann habe ich gemerkt, dass es einmal klappt, ja, und dann wurde es wie eine kleine Sucht. Ich habe die gesamte Prep bei Aldi tatsächlich mein Fleisch geklaut. Worauf ich auch gar nicht stolz bin. Und dann einen Monat vorm Wettkampf, wurde ich in einem anderen Aldi, ich hatte so meinen Stamm-Aldi, wurde ich in einem anderen Aldi komplett hops genommen vom Ladendetektiv. Das war mir ultra peinlich. Ich habe dann auch meine Strafe bekommen, ein paar Sozialstunden. Und ein Jahr Aldi-Verbot. Ich hatte Hausverbot bei Aldi ein Jahr. Also ultra unangenehm, ultra peinlich. Macht es bitte bloß nicht nach, um Gottes Willen. Wirklich, spart dann lieber woanders, aber macht es nicht, weil das ist wirklich, das ist es nicht wert. Ist auch sehr, sehr peinlich und auch kein gutes Vorbild. Also ich schäme mich zutiefst. Ich habe meine Strafe bekommen und ich habe es auch danach nie wieder getan und dabei wird es auch bleiben. Was wäre die Alternative? Halt was wäre die Alternative, wenn du es heute sagen würdest, lieber keinen Wettkampf machen als so? Damals, ich müsste mir dann Geld leihen bei meinen Eltern, ganz klar. Okay, dann wäre das so oder die Alternative. Nur, aber das war mir immer so, wie gesagt, ich bin seit dem 16. Lebensjahr komplett selbstständig, ich habe mir nie Geld geliehen. Mhm. Nie, gar das ist eine Stolzgeschichte dann am Ende auch. Ja, einfach keinen Bock, so. War nicht meins, ich mag das auch nicht, irgendwann bei Leuten Schulden zu haben. Das ist nicht mein Fall. Mhm. Ja, Mann.
Nächste Frage, wenn du deine Videos in 10 Jahren nochmal ansiehst oder ansehen würdest, würdest du immer noch dahinter stehen oder würdest du dich schämen, wenn wir gerade von Schämen reden? Ja, Mann, muss ich dir ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt mir vor kurzem die Videos angeguckt, die ich am Anfang hochgeladen habe, vor 1,5 Jahren. Und ich saß auf der Couch mit einem Grinsen, Alter. Ich habe das mega gefeiert, weil man sieht erstmal noch diese Unerfahrenheit, aber man sieht immer noch, es ist immer noch derselbe Typ. Ja. So, er redet immer noch gleich, es ist immer noch der William, der auch jetzt in die Kamera quatscht. Lockerer halt, routinierter. Ja, ein bisschen routinierter, das auf jeden Fall, aber ich glaube, es ist eine geile Erinnerung, so auch irgendwo, dass man das gemacht hat irgendwie. Ich find's geil, so. Mhm. Keine Ahnung, also es hat mir letztens mega viel Spaß gemacht, weil das ist wie, als wenn du so ein altes Fotoalbum aufmachst und dir alte Fotos reinziehst, nur jetzt halt mit einer richtigen Story und Geschichte dahinter. Das ist einfach cool. So, mir persönlich gefällt das und ich denke auch, dass ich es nicht bereuen werde, weil ich habe nie irgendwas gemacht, wo man sich für extrem schämen sollte oder schämen müsste. Es gab mal ein Video auf meinem Kanal, das habe ich runtergenommen, weil das war wirklich unter aller Sau. Da haben wir mit Erdem, Max, Alex und Chris Entweder-Oder-Fragen beantwortet. Ich weiß, ja. Und 80% der Fragen gingen wirklich unter der Gürtellinie, komplett ekelhaft. Und meine Eltern gucken auch meinen Kanal. Und ich finde, sogar meine Oma, die versteht kaum Deutsch, die guckt jedes Video. Und ich habe es einfach runtergenommen, weil irgendwo war es mir dann, da dachte ich mir, okay, ist jetzt nicht so, dass du für Klicks alles tust. Damals war der Kanal auch noch sehr klein. Man hatte ich 3.000, 4.000, 5.000 Abonnenten. Mhm. Aber das war mir schon ein bisschen, das muss nicht sein. Das kann man besprechen, wenn die Kamera nicht läuft. Klar, war es mega lustig, ohne Scheiß. Aber ich habe auch irgendwo noch ein bisschen Respekt. Was heißt ein bisschen? Ich habe schon Respekt vor meinen Eltern, vor Älteren, vor meiner Familie. Und darüber muss man nicht quatschen, über Sachen, ob du dir vom Rentner da einen ziehen würdest oder was anderes. Das muss nicht sein. Ja, bereuen finde ich immer so ein schweres Wort, weil du ja zu einer gewissen Zeit in deinem Leben einfach irgendwas Bestimmtes sagst und dann kannst du ja erfahrener und erkenntnisreicher werden. Das macht ja das, was du damals gesagt hast. Es macht es vielleicht nicht richtiger, aber es ist ja trotzdem eine andere Ausgangslage. Also bereuen finde ich immer so schwierig. Ich denke, man muss schon. Das ist kein Bereuen, das ist eher Schämen. Ja, schämen oder einfach sagen so, ey, schämen, guck mal, ich bin weiter heute einfach. Aber ich finde das immer so ein bisschen schwierig, wenn Leute dann Videos zusammenschneiden und sagen, ey, 2016 in dem Podcast hast du mal das gesagt. Dann denke ich mir so, ja, habe ich gesagt, finde ich selber nicht mehr cool, sehe ich so nicht mehr. Aber ja, ich stehe dazu, dass ich es gesagt habe. Man entwickelt sich ja auch weiter, ne? Ist ja auch gut so. Stell mal vor, man würde sich gar nicht weiterentwickeln. Das wäre schlimm. Vor allem auch an der eigenen Persönlichkeit. Man muss sich weiterentwickeln. So. Man kann nicht stehen bleiben, ist meine Meinung. So. Mhm. Und wenn man dann man muss halt dazu stehen und sagen, hey, es ist nun mal so gewesen. Ich war noch nicht so reif oder irgendwas. Ich war überheblich, ich habe es damals gesagt oder gemacht oder getan. Aber jetzt bin ich hier und mache was anderes. Ne? Mhm. Nächste Frage. Was war die dümmste Sache, die du in Bezug auf Super Subs gemacht hast? Die dümmste Sache, kann ich dir ganz ehrlich sagen, 2020 nach meinem Wettkampf war meine Apotheke geschlossen, wo ich immer geholt habe, und musste dann zu einer anderen Apotheke fahren, bis die andere wieder öffnet. Ja, und dann war ich am Bridgen mit dem Stefan. Das war so die Recovery-Phase. Das waren 150 Milligramm Test E alle 4 Tage, weiß ich noch. Okay. Das war so in der Regenerationsphase und alles andere ging raus. Nach dem Wettkampf, weil wir wussten, wir gehen nicht komplett raus, weil wir jetzt in den Aufbau starten und dann Wettkampf anpeilen. Und dann habe ich irgendwann ein Blutbild gemacht und ich habe mir tatsächlich 3 Monate lang Wasser, Öl oder sonst was gespritzt. Da war nichts drin. Krass. Nichts. Hast du es gemerkt? Ich habe den Rebound, nein, das ist ja das Fatale. Ich hatte den Rebound des Todes, Alter. Ich hatte Power ohne Ende. Ich war prall wie Sau. Da kannst du mal sehen, was Placebo-Effekt ausmacht. Mhm. Ja. Ich hatte Libido, ich hatte Bock, ich hatte alles und es lief. Und da war aber tatsächlich, ich hatte Testwert unterm Referenzbereich. Also so, als wenn du kalt absetzt. Kannst du dir das vorstellen? Mhm. Hammer, ne? Ja, das war so das Dümmste. Aber sonst, wie gesagt, auch vorher, weil ich gesagt habe, ich hatte immer Respekt vor der Sache, habe ich bis heute noch. Ich habe keine dummen Spielereien gemacht oder irgendwas Gefährliches oder habe es auf die Spitze getrieben. Also immer mit Vorsicht, mit Arzt, mit Vorsicht, alles. Mhm. Mit Verstand, sage ich immer. Bist dann in die Apotheke gegangen, hast gesagt, ey, was war denn das für eine Scheiße? Ja, ich habe den Typen angesprochen, aber
Kann nicht sein, hier guck dir den und den an. Dann habe ich gesagt, komm, scheißegal, Alter. Ja, das hat keine Amazon, das checken die Leute immer nicht. Das checken die Leute nicht, ist kein Amazon, ja Mann. Aber gut, dass es dann auch bei dem einen Mal blieb. Ja, muss dann trotzdem nicht sein. Man will ja, aber guck mal, wie vielen Leuten das passiert, die das gar nicht wissen. Ne? Ja. Ja. Nächste Frage. Wer in der deutschen Fitness- und Bodybuilding-Szene fuckt dich am meisten ab? Wer kommt dir als erstes in den Kopf? Geile Frage, du lachst schon. Da musst Geile du auch sagen, Frage. Wer jetzt als erstes im Kopf war. Ich hoffe, Natürlich Jordi Glorious das, kennen wir schon. Nein, wir nehmen Leute, die aktuell sind. Also nur vom Charakter her Mike Sommerfeld. Okay. Auch wenn der letztens extrem gepunktet hat in einem anderen Podcast, wo er mal ein bisschen korrekter war. Aber so die letzten Jahre ging er mir schon tierisch auf den Geist. So vom Körper her, Alter, oberste Spitze aus Deutschland, so mit unter anderem. Aber vom Charakter her ging er mir schon auf den Geist. Und sonst, ohne jetzt den Beef wieder weiter so in die Spitze zu treiben, ist es Alex, Alter, ganz ehrlich. Ja? Ja. So. Guckst du das noch? Also bist du jemand, der sich das dann auch anguckt? Oder sagst du so, gar keinen Bock mehr? Nein, gucke ich nicht. Kriegst du geschickt? Ich wünsche ihm auch alles Gute, kein böses Blut, aber es ist immer und immer dasselbe. So, es ist immer und immer dasselbe. Er redet da über seine Firma, über seine neuen Produkte und es ist jeden Tag einfach dasselbe. Es ist kein Input. Ja, er hat jetzt wieder angefangen, habe ich gesehen, mit ein paar Videos, wo der auf Peptide eingeht und so, aber sonst ist es einfach Sonntags-Podcast mit Max, wo viel Fremdwörter um sich geworfen werden und paar unterhaltsame Dinge auch, aber sonst ist jetzt aber auch wirklich, ich will es jetzt nicht wieder aufwirbeln, diesen Beef, was auch immer, aber diese beiden gehen mir schon ziemlich auf den Geist. Wobei, wie gesagt, ich wünsche ihm alles Gute, er geht seinen Weg, er mag mich glaube ich auch nicht oder meine Sache oder meine Visage, ist auch gut so, ich muss nicht jedem gefallen. Mhm. Aber das sind so die ersten beiden, die mir auf den Sack gehen. Was hast du mit Mike? Was stört dich an der Art? Also ich weiß, viele reiben sich an Mike, aber ich frage trotzdem, dieses, du willst verstehen. Dieses Rumjammern so und dieses, ich sag bis heute, dass es fake war, wo er nicht zum Mr. Olympia geflogen ist, wegen einem PCR-Test oder irgendwas anderem, wo er qualifiziert war, aber nicht rübergefahren ist. War doch die Olympia, ne? Ja, 2020, ja. Ich sag bis heute, das Video war fake, Alter, vom Flughafen. Sag ich bis heute, hier und jetzt. So, und dieses einfach, dieses Rumjammern. Ich finde, er hat sich mittlerweile gebessert. Er liefert auch brutalst ab. Er hat in Polen den ersten gemacht direkt, sich die Quali geschnappt. War ja so, glaube ich, doch letztes Jahr im Dezember oder November. November. Zwar da, als Aldin auch gestartet ist. Genau, richtig, genau. Er liefert ab, keine Frage. Aber kann ja auch sein, dass er sich mittlerweile gebessert hat vom Typen her. Aber ich verfolge ihn nicht mehr. Also ich schaue es mir gar nicht an. Tatsächlich verfolge ich die, das ist jetzt ja das Kuriose, ich verfolge die Szene null. Gar nicht. Überhaupt nicht. Ich gucke mir, ich bekomme Reactions-Videos zugeschickt. Ich habe die Kanäle auch nicht abonniert. Ja. So, ich habe euch habe ich abonniert und Rap One, das Tim Budesheim, wo ich mir gar kein Video von reinziehe, weil mir das langweilig ist. Aber ich reagiere zwar auf diese ganzen Videos und auf die Thematik, aber ich gucke mir das privat so in meiner Freizeit, gucke ich ganz andere Sachen. Wie läuft das? Schickt jemand ein Video und dann sagst du. Meistens sind es Follower, die mir sagen: Ey, reagier mal drauf. Und dann gucke ich so, lohnt sich das nicht, dann checke ich mir nur den Typen ab. So klar, man kennt alle irgendwo flüchtig, aber ich bin jetzt nicht so, dass ich, ihr müsst ja alles komplett mitverfolgen, weil ihr diese News liefern müsst. Ihr müsst ja auch dahinter stehen, beziehungsweise ihr dürft ja auch keine Fake News veröffentlichen. Muss schon genau sein, ihr müsst ja auch aufpassen, was ihr da sagt. Und bei mir ist das halt so, ich gucke erstmal so flüchtig und dann reagiere ich einfach aufs Video. Aber oftmals ist es wirklich so, dass mir Zuschauer beziehungsweise Follower die Videos zuschicken. Auch mit den Videos, die ich dir heute genannt habe, vorhin, die ich gleich abdrehen werde, da war es genauso. Ja. Und was guckst du, wenn du kein Bodybuilding machst? Auto? Was hast du noch? Viele Autokanäle. Gaming schaue ich tatsächlich viel. Echt? Auch? Ja. So Sachen. Was gucke ich noch? Charo gucke ich mir gerne an. Okay. Vom Beast Kitchen. Ja, kochst du selber auch gern? Du machst ja auch immer aus der Küche mal Videos. Ich koche selbst gerne. Auf jeden Fall, ja, Mann. Ich koche selbst gerne auch. Wobei es jetzt mittlerweile schon die Heißluftfritteuse und der Reiskocher ist, die alles machen. Aber am Wochenende, so wenn mal ein bisschen mehr Zeit ist, da koche ich schon echt gerne mal auch was Leckeres. So.
aber sonst, wie gesagt, deutsche Szene sehr, sehr wenig, Alter. Sehr, sehr wenig. Mal wird ein Video vorgeschlagen, da klickt man mal drauf. Aber sonst, ich bin jetzt aber auch nicht der WoW-Zocker, ne? Ich zocke nur Call of Duty und da habe ich so ein paar Streamer, die gucke ich mir dann an. Mhm. Das war's dann auch. Die zeigen dann eine neue Waffe oder so, wie man die leveln soll oder so. Das war's dann auch. Ich bin jetzt kein Fantasy-Zocker, wobei das bestimmt auch irgendwo Spaß macht, aber ist nicht meine Welt. Du bleibst halt komplett hängen, wenn du Pech hast. Das kann passieren, ja. Wir bleiben beim Essen. Könntest du dir vorstellen, einmal vegan zu leben? Das habe ich vor als Projekt. Vielleicht mal so eine Woche, um das zu dokumentieren. Eine Woche. Ja, eine Woche reicht. Ja, es ist schwer. Also ich habe ab und an, meine Cousine ist jetzt vegan. Und die hat jetzt letztens an Weihnachten hat die mal da was gemacht. Ab und zu habe ich auch mal hier, bei meiner Mutter habe ich mal was probiert, so ein Schnitzel. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, Digga, die Sachen schmecken verdammt gut. Ja. Also vieles davon von den so kopierten Sachen schmecken wirklich gut. Du merkst keinen Unterschied. So vegane Hack Bolognese oder sowas. Mhm. Aber jetzt, nein, Mann, persönlich nicht. Ich stehe auf Fleisch, ich brauche Fleisch und ich könnte nicht drauf verzichten. Also es wäre mir wirklich sehr, sehr schwer. Mhm. Sehr, sehr, sehr schwer. Denkst du, es ist so ein Ding, was noch kommt vielleicht? Irgendwann in der Zukunft? Bei mir? Ja. Auf gar keinen Fall. Okay. Auf gar keinen Fall. Da müssten die Tiere alle aussterben, Alter. Dann eventuell. Aber sonst nein, Mann. Erstmal nicht. Aber ich will es gern als Eigenexperiment mal machen. Vielleicht sogar länger als eine Woche. Ich will es machen, weil ich das gerne halt ausprobieren würde. Auch wie dann die Performance im Training ist, wie die Verdauung ist. Ich will es einfach mal verstehen, weil der Trend ist ja extrem. Und ich will es mal, ich bin ein Typ, der gerne eigene Erfahrungen sammelt. Ja, cool. So, und das würde ich gerne mal machen. Aber jetzt auf Dauer, nein, auf keinen Fall. Ich denke mal auch nicht nach dem Experiment. Ja, Mann. Wobei es bei mir sehr lustig wäre. Und dann noch Netti, dann wäre richtig geil. Dann Rockervertrag, dann hätte ich alles richtig gemacht. Ja? Ja, ich glaube, das passt also, nicht, aber. Ja, wäre aber witzig. Ja, pass auf, nächste Frage. Ich glaube sogar die letzte. Warum reagierst du nicht mal auf ein Video von Steve Bentin? Die Frage gestellt hat übrigens Steve Bentin. Nein. Doch. Geil. Jetzt musst du eigentlich. Dann werde ich mal Steve, falls du dir den Podcast reinziehst. Ich weiß, dass Steve gerne Podcasts sich von euch reinzieht, das weiß ich. Werde ich auch tun. Ja. Hatte ich eh. Ich warte nur auf den richtigen Moment. Ja. Ich warte auf das richtige Video, aber werde ich mit Sicherheit. Ich mag auch Steve, so sein Content finde ich geil, ist ein verrückter Vogel. Mhm. Ich denke mal, ich hätte auch mal Bock, was mit ihm zusammen zu machen. Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr lustig. Wäre eine lustige Kombination. Ja, könnt ihr machen. Mit ihm oder einmal fressen gehen mit Steve, das wäre auf jeden Fall lustig. Mal gucken. Ich glaube, da wäre aber dabei. Aber eine Reaction, Steve ist auf jeden Fall eine Reaction wert. Das kommt in naher Zukunft, wird es kommen. Mhm. Safe. War auch geplant. Ja, cool. Damit sind auch die Zuschauerfragen soweit durch. Willst du zum Ende hin noch was loswerden an die Community? Wenn dem so wäre, hättest du jetzt die Möglichkeit, kannst du nochmal Rundumschlag. Willst du noch irgendjemand in die Pfanne hauen? Nein, Alter, alles cool, alles cool. Ihr wisst, die meisten wissen eh, wo die mich finden. Falls ein paar neue Zuschauer mit am Start sind, guckt euch mal bitte meine Reactions an. Das wird euch bestimmt zum Lachen bringen. Ansonsten, nein, alles gut, Alter, alles gut. Ich danke nochmal für die Einladung, war ein cooles Gespräch auf jeden Fall. Wir haben ja im Vorfeld auch gar nicht miteinander gequatscht. Wenig, ja. Auch, wir kannten uns auch so gut wie gar nicht, ne? Gar nicht, nur kurz den Termin klar gemacht und das ja, war easy. Das war super pflegeleicht, muss man sagen. Keine Tabus, ja, das finde ich immer am geilsten. Ja, ja. Du redest hier mit einem Streamer, Alter, was denkst du denn? Ja, hey, das sind ja immer, die Leute sind immer super real, bis du dann wirklich super reale Fragen stellst, dann sind sie nicht mehr real. Ja, geil. Ja, cool. Ja, dann vielen Dank an der Stelle für dich und deine Zeit hier heute. Hat danke Spaß gemacht. Ich bin gespannt, wie die Reise auf YouTube weitergeht. Machen wir auf jeden Fall nochmal, würde ich sagen. Ich denke, wir werden in Zukunft noch polarisierendes Material finden, über das wir reden können. Ich werde euch füttern für die Garnicus News, auf jeden Fall. Ja, ich gebe euch Futter, keine Sorge. Ich freue mich, das ist immer gut. In diesem Sinne war es das mit einer weiteren Episode des Garnicus Podcasts. Vielen Dank natürlich auch an euch draußen für eure Aufmerksamkeit und dass ihr wieder bis zum Schluss mit dabei wart. Ich hoffe, ihr seid auch nächstes Mal wieder am Start. Bis dahin, macht's gut. Bleib gesund und auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Ciao.